Es ist 2024 und die Zukunft ist immer noch ranzig. Wir haben noch kein Hoverboard, wir haben immer noch keine Ahnung, wie man die drei Muscheln benutzt und wir haben immer noch keine Seabeams nahe des Tannhäuser-Tors glitzern sehen. Dafür haben wir kleine schmutzige Briefe, dafür haben wir den Bader-Meinhof-Komplex und Chantal im Märchenland. Viel Spaß bei Kino Plus. Und herzlich willkommen, ich muss dich direkt zum Einhalt gebieten, zu einer neuen Folge Kino Plus. Wegen der Drehung? Hast Wegen du auch Drehung. Die ganze Zeit im Kino? Ich bin ein schlechtes Beispiel und deswegen will ich hier direkt mit gutem Beispiel vorangehen. Hallo, hier ist der starre sitzende Daniel Schröckert mit einer neuen Ausgabe Kino Plus und ich befreue mich hier ganz herzlich, meine drei Kollegen Simon, Gregor und Andi zu begrüßen, mit denen ich heute ein bisschen über die Zukunft reden möchte. Beziehungsweise über Zukunft, die längst eingetreten ist. Oder Zukunft, die uns versprochen wurde, aber nicht eingetreten ist. Und Zukunft, die vielleicht längst von der Realität überholt worden ist. All das und mehr wollen wir im Laufe dieser Sendung ergründen, nachdem wir ein paar Kinostarts abgehandelt haben, nachdem wir uns noch einen Trailer angeguckt haben und vor allem, nachdem wir geklärt haben, was ihr zuletzt gesehen habt. Oh, außer den Sachen, die heute noch mal relevant sind. Ich wette, ihr hattet ihn schon, aber für mich war das echt ein Film. Ich habe dazwischen andere gesehen, aber der ist bis heute wirklich noch in meinem Kopf. Ich meine, Spaceman mit Adam Sandler gibt's ja auf Netflix. Mochtest du? Ich fand ihn wirklich gut und ich bin Den böhmischen Raumfahrer, meinst du? Wie bitte? Raumfahrer? Der böhmische Raumfahrer? So heißt das im Original, das Buch. Und der Film heißt das wusste ich nicht. Ich wusste nicht mal, dass es ein Buch gibt. Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. Die ernsthaft? Ja. Okay, das finde ich super interessant, weil das würde ich mir jetzt gerne. Wie bitte? Auf welchem Buch basiert Little Nicky denn? Ja, hier, Dantes Inferno. Ja. Die Bibel. Deine Tantes Inferno. Tantes Inferno, ja. Genau. Ey, aber ich muss sagen, ich muss mal kurz hier eine Latte für Spaceman brechen, weil. Eine Latte? Ja, ich weiß ja nicht, wie der bei euch ankam, aber du hast gerade so nachgefragt, da ich dachte, vielleicht kam der hier nicht so gut an. Mhm. Ich fand, der hat was total Mystisches. Der hat irgendwas, und ich finde bei Adam Sandler so beeindruckend, dass der 10 furchtbare Filme macht, die ich alle hasse. Und dann macht er so einen, der mich irgendwie über Tage, Wochen beschäftigt, so Uncut Gem-Style, einfach ein Film, der mich irgendwie, den ich auch immer wieder empfehle, weil ich denke, ey, wenn du mal richtig nervös sein willst, guck, dann Uncut Gems. Genau das so. Ist mein Spruch. Und Spaceman ist so quasi, ey, wenn du deine Arachnophobie überwinden willst oder mal wirklich was sehen willst, wo du zwischendrin überlegst, kann ich diesen Film jetzt wirklich weitergucken? Und an dem Punkt war ich durch. Ich bin froh, dass ich mich so überwunden habe. Ich kriege jetzt ein bisschen so Schweißausbrüche, weil ich an diese Momente denke, wo ich wirklich dachte, okay, fuck, ich kann diesen Film nicht gucken. Er ist zu hart für mich. Aber ich fand ihn am Ende total schön. Und also wirklich, da ist diese eine Umarmung und so, und da kommt alles zusammen. Und ich dachte nur, fuck, es ist wirklich ein, meiner Ansicht nach, es ist ein genialer Film. Ich weiß nur nicht so recht, wo ich ihn. Ich habe mega Spinnenangst. Ja, okay. Aber es ist ja so gemacht, dass man es. Also, es ist ja nicht. Ist ganz ja ein bisschen Spinne. Niedlich ist es ja. Es ist eine niedliche Spinne, aber ich muss ehrlich sagen, es hat trotzdem für mich extreme Überwindung gekostet, auch nur hinzugucken. Ja, ist bei mir. Aber danach ging es mir auf jeden Fall noch einen Ticken besser. Also ich habe das Gefühl, ich könnte ihn jetzt gucken und würde nicht direkt zusammenzucken. Aber es ist so, du denkst so, Alter, was ein Albtraum. Albtraumfilm, ich möchte hier weg. Und dann entwickelt sich das zu so einer Buddy-Sci-Fi-Fantasy-Geschichte. Und ich fand einfach, das hat mich in dem Moment total gekriegt. Also für mich, absolut empfehlenswerter Film. Und einer der wenigen Adam Sandler-Filme, die wirklich burnen. Okay. Also ich war total neugierig, weil das ja Johann Renck gedreht hat. Das ist der Sänger von Here We Go. Stagaboo, der Regisseur von Tschernobyl. Moment. Ja. Aber diese Here We Go, meinst du da diese Musikvideos? Diese kreativen Musikvideos immer. Here We Go again. Ja, mit dem Schnauzer oder der andere? Der mit dem Schnauzer. Aber ist das nicht interessant, weil die haben ja immer wieder für ihre Videos immer wieder neuen visuellen Shit machen müssen. Das war er. Offensichtlich ist der dadurch so, hat er sich gefeilt, ne? Und deswegen war ich total neugierig darauf und dachte auch so, oh, ich bin ja auch immer offen für sowas, wenn es heißt, der Herr spielt jetzt mal wieder seriös. Dachte ich, cool. Und das fand ich auch am Anfang alles ganz, ganz angenehm. Aber dann hat mir dieses
und das tut mir leid, das muss ich einfach sagen, dieses typische Trope, was du in jedem interstellaren Film dieser Art irgendwann hast. Es gibt Probleme in der Vergangenheit mit der Familie, wahrscheinlich ja. Ehefrau oder Kinder oder Eltern. Und dann wird die ganze Zeit, ab der Mitte geht's dann gar nicht mehr um die Mission oder die Probleme in der Mission oder die Spinne. Ja. Naja, klar, die natürlich auch, aber. Ja, und dann geht's eigentlich nur, ich weiß nicht, das hat für mich gefühlt 1,5 Stunden gedauert, dieses traumhafte Inszenieren von, er denkt an seine Frau und dann halte ich mich nicht so, nein, das habe ich in Solaris gesehen, das habe ich in Interstellar und in der mit Moon war es nicht, ne? Ja, aber Moon kannst Moon war auch so ein bisschen so. Aber hat er da Familie? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, es geht ja eher um sich selbst dann, ne? Ja, ja. Moon. Nee, egal. Also ich fand das ein bisschen. Ad Astra. Ad Astra, genau. Ah, Ad Astra. Ja, da geht's auch um die Familie. Ja, und das ist alles, oh, brauche ich jetzt nicht nochmal zum 100. Mal. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, leider auch, dass es natürlich nicht so teuer war. Ist ja auch klar bei so einem Film, aber. Ich muss sagen, ich höre gerade das Hörbuch von Project Mail Harry, also hier der Astronaut. Das ist das Folgebuch von dem Marsianer-Typen, oh. Andy Weir. Und das ist genauso, wie man sich's vorstellt. Ist ganz toll. Also wieder alles total auf Psychologie. Ach Quatsch, er ist halt also Professor auf, und ja, ja, findet sich auf dem Raumschiff und muss dann quasi sein Leben retten und die Menschheit gleich dazu. Und da gibt's so eine ähnliche Situation jetzt mittlerweile wie mit der Spinne. Sieht auch so ähnlich aus. Und ich habe mich gefragt, was war wohl zuerst da? Weil das Buch ist, glaube ich, 3 Jahre oder 4 Jahre oder vielleicht sogar 5, weil die haben die Rechte schon verkauft. Das wird aus der auch schon, ist im Pre-Production. Wird, glaube ich, ja, ein super Film, genauso wie Martian. Das macht, der macht ja auch Spaß auf seine Art. Ja, wollte ich jetzt hin, weiß ich nicht. Nö, du hast kurz noch. Also, aber du, wir haben wie fandst halt du ihn denn jetzt? Wie fandst du also welche. Nein, jetzt? Den Spaceman. Das ich fand ihn ein bisschen enttäuschend. Bisschen enttäuschend. Also, ich fand ihn so bei wenn man sagt, so, ich würde sagen 40-50%. Okay. Ich echt sagen. Also, ich fand das sympathisch. Von außen, aber mir hat das nicht gereicht ab der Mitte mehr. Na, okay, kann ich verstehen. Ja, der war halt einfach ein bisschen, sitzt halt da und hast jetzt nicht unbedingt viel gesehen, was du nicht schon mal anderer Filme sehen kannst. Darf ich kurz einen Bogen, darf ich deinen Bogen schlagen? Dann bin ich nämlich auch mit meinem, was hast du zuletzt gesehen, fertig. Ich gucke gerade Constellation, die Serie, die Science-Fiction-Serie auf Apple mit Noomi Rapace, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Sie kommt von der ISS wieder nach dem Unfall und irgendwie ist alles anders. So, und da dachte ich, oh, das ist schon mal ganz interessant. Und das fängt ganz spannend an, ziemlich aufwendig. Sicher in einer anderen Dimension gelandet, ne? So ein Multiversum-Ding. Dimensionssprung. Ist noch ein bisschen einfacher sogar als das. Aber, also du weißt relativ schnell, wohin die Reise geht, weil die da ein Experiment auf dem Schiff haben. So, aber worauf ich hinaus will, da ist es nämlich genauso. Ab der Mitte spielt die gesamte Handlung in einer Holzhütte. Da geht's nur um sie, ihre Tochter und ihren Ehemann. Und dann bist du 3 Stunden lang, 3 Stunden, weil ich habe die letzte Folge jetzt noch nicht abschließend gesehen, aber 3 Stunden bist du in dieser Holzhütte. Du kommst aus der ISS vom Weltraum-Action und Unfall und Leute sterben. Und dann dachten sie wohl, okay, wir machen jetzt das Gegenteil, wir machen das ganz klein und intensiv und emotional. Aber es ist so langweilig, ey. Die laufen dann immer wieder über so einen See zu so einer anderen Hütte. Und beim 3. Mal sagt schon der Vater, oh, nicht schon wieder. Und ich so, ja, genau, nicht schon wieder. Ja, was soll denn das? Gegen Ende war die Kohle alle. Ja, das ist echt schade, so, weil mein Opa hat noch eine Hütte am wie viele Folgen müssen wir noch drehen? Ja, also deswegen wollte ich das nur einwählen, weil das ist genauso, das ab der Mitte. Hoffentlich geht das jetzt nicht noch stundenlang so weiter. Und dann geht's leider stundenlang. Ja, ich möchte ja nur sagen, also ich fand's, wie gesagt, auch schön. Ich finde, die Message des Filmes ist ja eher, dass man sich anderen öffnen soll, dass man auf die Welt mit offenen Augen so zugehen soll und sich nicht so verschließen soll wie die Rolle von Adam Sandler. Und das reicht mir als Aussage. Ich fand diesen Familienkram, dachte ich auch, oh, das habe ich schon bei Interstellar so doof gefunden. Ich brauche das nicht so. Ich will Technik und Sci-Fi und nicht Retro-Familie, die Mutter ist oder die. Technik kriegst du nicht in dem Film. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich will so Sci-Fi Blabla zum Beispiel einfach, ja, ne? Ja. Aber ich fand ihn, wie gesagt, schön. Gregor, dich haben wir vergessen. So, nicht vergessen, ich habe den nicht gesehen. Nein, aber welchen hast du gesehen? Ich habe dafür die Speerspitze der Technik geschaut, nämlich Roadhouse. Echt? Habt ihr wahrscheinlich in der letzten Woche, schätze ich mal. Den haben wir in der letzten Woche besprochen. Ja. Besprochen. Was war der Tenor hier? Aber war in Ordnung, glaube ich. War in Ordnung. Also, würde ich mich anschließen, obwohl ich ein bisschen Aufwärmzeit gebraucht habe. Ja, Sean hatte zum Beispiel so ein paar Probleme in den Kampfszenen. Und inzwischen ist ja auch bekannt, warum das so ist. Weil sie da halt diese. Oh, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig wiedergebe, aber sie haben einen bestimmten Begriff für diese Technik, die sie angewandt haben. Krav Maga? Nee. Die Inszenierung der Kampfszenen an sich, nicht okay. Also nicht den Kampfstil, sondern halt, wie sie es gemacht haben. Four-Stop nennen sie das, glaube ich. Okay. Das heißt, gefährlich. Du hast halt
den Schauspieler, der schlägt auf den grünen Sack ein. Mhm. Du hast den Getroffenen, mhm, ja, der halt abgefilmt wird. Vom Greenscreen auch. Genau, ja. Und du hast einen Moment, der halt kurz vorher einmal stockt. So. Okay. Ja. Das klingt echt sehr. Und du hast halt, also du hast immer einen, der getroffen wird, der das so simuliert, und du hast einen, der schlägt, der das simuliert, und das wird dann halt zusammengematcht. Okay. Hm. Ja, und das ist halt so ein Vier-Schritte-Prozess. Das gibt's auch schon, oder das gab's auch schon vorher in anderen Filmen. Es gibt einen Film zum Beispiel, im Rahmen von Roadhouse wurde so ein Reel geteilt, da siehst du einen Vergleich zwischen Roadhouse und City on Fire mit Donnie Yen, mhm, der halt irgend so einem Typ halt die ganze Zeit so ein Headbutt gibt, der an so einer Wand steht. Und du siehst halt, wie Donnie Yen einmal dem grünen Sack den Headbutt gibt, du siehst den anderen Schauspieler, der den grünen Sack eigentlich darstellt, oder den der grüne Sack eigentlich darstellen soll, der dann so mit dem Kopf so zurückgeht, ja, und dann wie es halt gematcht wird. Und so haben sie das bei Roadhouse auch gemacht. Das sieht man manchmal, zum Beispiel gerade im ersten Kampf von Post Malone, wenn er halt einem da so direkt ins Gesicht haut. Das war eher die Verwunderung, warum Post Malone da Leute zusammenschlägt am Anfang. Vielleicht, du gefühlt, die gefällt mein Album nicht. Ja, hau ich dir eine rein. Jeder kennt ihn. Bei aller Martial Arts Liebe oder sowas, also ich gucke wahrscheinlich nochmal auf die Kampfszenen und versuche darauf zu achten, aber mir ist der jetzt nicht aufgefallen. Wenn das einem nicht zu 100% auffällt und einen da rausreißt, sollen die alles machen, was möglich ist, damit vor allem mit nicht trainieren Kämpfern dann auch vernünftige Kampfsequenzen, weil Jake Gyllenhaal, der kann sich noch so viele Apps hier draufschrauben lassen auf dem Bauch. Wenn er kämpft, meinst du? Naja, wenn er kämpft, es ging schon. Also mir geht es um den Impact, ne? Also, dass du ein bisschen so das spürst. Und die haben ja auch bewusst viel so in dunklen Szenen gedreht, auf dem Parkplatz drauf. Da geht es mehr darum, also dass er die Leute da schön hier den Klatscher gibt ins Gesicht, schön demütigen hier nochmal. Fand ich immer eine gute Szene. Das war eine ganz gute Szene. Ich sage immer sowas, also der Film hat einiges an Aufnahmezeit bei mir gebraucht. Wir hatten ja, als ich beim letzten Mal hier war, auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, der 80er Roadhouse, der hat einen gewissen Kultstatus, aber kein guter Film. Ne? Also überhaupt kein guter Film, selbst wenn mit der Nostalgiebrille. Es ist einfach so. Wenn da nicht Patrick Swayze wäre, den gar nicht. Genau, ohne Patrick Swayze und seinen Hintern wäre das nichts. Ne? Oder hier nochmal hier den Rachen rausreißen, was sie ja auch nochmal zitiert haben, hier zumindest, in dem neuen Film. Und Jake Gyllenhaal hat jetzt nicht. Doch, er hat schon eine Präsenz, aber nicht die Patrick Swayze-Präsenz. Es hat sich für mich angefühlt wie so eine gewalttätigere Folge von der Incredible Hulk-Serie aus den 70ern. Na? Ihr wollt nicht sehen, was ich mache, wenn ich sauer bin. Alle Leute unterschätzen ihn. Und erst ab dem Punkt, wo er sozusagen Jake Gyllenhaal oder hier, wie heißt er dort, sein USC? Elwood Dalton. Genau, Elwood. Was sind das denn für ein Name, den man dem gibt? Es wäre cool gewesen, hätte die Figur von Patrick Swayze im Original Jake Dalton. Das wäre fantastisch. Aber die heißt James Dalton. James Dalton. Elwood Dalton ist aber auch vollkommen in Ordnung, dass sie auch so einen Ex-UFC-Fighter draus gemacht haben, vor allem mit der Verbindung zu, was war Conor McGregor dort? Die ganze Zeit. Wen spielt er eigentlich in der Serie? Er spielt einen angeheuerten Schläger, Henchman, Killer. Okay, das könnte ja noch funktionieren. Genau. Habt ihr die Interviews mit ihm gesehen, wie drauf der war? Der ist schon immer so drauf. Aber nicht so, Alter. Der kann ja nicht ruhig bleiben. Also der ist vollgepumpt mit allen möglichen chemischen Sachen. Kann man sagen, der hat auch so einen auf die Nuss bekommen schon die ganze Zeit. Also die Glaubwürdigkeit in der Hinsicht, die sie mit dem dann da auswirken wollten, dass sie dann Conor McGregor, einen richtigen UFC-Champion, der auch zu den erfolgreichsten eben zählte, vor vielen Jahren zumindest, da mit reinpacken, hat für mich so ein bisschen untergraben, weil der ist so washed gerade im Moment. Der ist so einfach nicht mehr da, dass ich mehr lachen musste, wenn er da war. Und gespielt hat er nicht wirklich was, sondern nur sich selbst. Er hat sich selbst gespielt, aber ich finde, das war vollkommen in Ordnung. Es war in Ordnung. Wie gesagt, der Film hat für mich dann angefangen, so halbwegs Spaß zu machen, als Elwood Dalton dann sagt, fuck this shit, ja, jetzt mache ich mal hier den Keanu Reeves oder ich mache hier also John Wick-Style, jetzt zeige ich mal, was ich drauf habe oder so. Der Incredible Hulk kommt erstmal raus. Und dann wird es so ein bisschen absurd und abstrus und die Action war ganz cool. Gerade auch mit Connor am Ende, mit entsprechend den Gewaltszenen, die da gezeigt wurden. Ich war mehr unterhalten, als ich es am Anfang erwartet habe. Der hätte ein bisschen kürzer sein können. Ja, das also zwei Stunden lang? Der ist knapp zwei Stunden, gebe ich dir vollkommen recht. Der hätte kürzer sein können. Ich mochte aber tatsächlich so ein bisschen dieses Ankommen von Jake Gyllenhaal in diesem Kaff da. Der Aufbau ist in Ordnung. Der wollte sich am Anfang selbst umbringen oder so. Ne? Der ist doch bewusst auf die Zugschienen da drauf gefahren. Würde ich jetzt behaupten, ja. Ja.
Und aber dann hat sich doch noch mal entschieden für diesen einen Auftrag. Sag mal, funktioniert diese Story heutzutage eigentlich noch? Wir haben da so eine Bar und da müssen wir einen Typen holen, der von der anderen Seite Amerikas ist, damit er da die Trunkenbolde dann da raus. Wir haben uns vor einem Jahr darüber totgelacht, über die Prämisse, als wir das noch mal resümiert hatten, als es hieß, es gäbe jetzt das Remake. Ich dachte, nee, das kann doch nicht. Also ich meine, wer macht denn sowas? Aber meine Frage ist, weil ich sehe gerade 20 Sekunden, meine Frage ist, wäre das gerechtfertigt gewesen, den wirklich im Kino rauszubringen? Nee. Doch. Ja? Ich finde schon, der hat schon. Also es ist nicht ein klassischer Streaming-Film, sondern der war. Nein, aber ich frage wegen der Regie, ne? Weil wenn der Equalizer 3 im Kino laufen kann und Expendables 4, gut, dann kann der auch locker im Kino laufen. Gut, ich habe da nicht den Vergleich, weil die Scheiße habe ich nicht geguckt. Nee, ich sage ja nicht, dass. Also, okay, Expendables 4 ist scheiße. Also das muss man einfach so. Equalizer habe ich keine Ahnung. Aber Equalizer 3 ist in Ordnung. Ich fand den aber auch nicht schlimmer als Nobody oder sonst irgendwas so. Also ich finde, in Zeiten, in denen sowas wie Nobody oder Equalizer 3 oder so oder Expendables 4 im Kino laufen kann oder läuft, dann kann auch ein Roadhouse. Die Production Values sind ja in Ordnung fürs Kino und so weiter, aber ich weiß nicht, ob ich mich dann gut dabei gefühlt hätte, nochmal so 10, 15 Euro dafür auszugeben, um die 2 Stunden im Kino anzusehen. Das wäre was anderes. Ich meine jetzt nur vom Qualität des Bildes. Die Krux bei dem Deal beginnt aber schon vorher. Weil Amazon sagt ja, entgegen der Aussagen von Doug Liman, naja, wir haben es euch gesagt, entweder ihr bringt den ins Kino, dann geben wir euch aber nicht so viel Geld. Oder wir bringen den exklusiv für Streaming, dann könnt ihr halt mehr Geld haben. Er sagt das genau andersrum. Ja, genau. Aber dann sollte er ja gut genug fürs Kino aussehen, wenn er eh mehr Geld bekommt. Deswegen war ich neugierig, ob man das eben ansieht, ob man vielleicht merkt, naja, er ist vielleicht nicht so gut gewirkt. Und deswegen hat Amazon Prime eigentlich recht damit zu sagen, ey, der reicht fürs Streaming. Zwei kleine Sachen. Die Musik hat nicht wirklich bei mir gezündet. Die haben ja versucht, immer diesen bunten Mix zu machen für die Bands, die da hat. Ich glaube, Willie Nelson ist da auch irgendwie nochmal aufgetaucht. Also irgendwie die Musik hat es für mich nicht gebracht. Und ab und zu mal, also sie haben ja bewusst versucht, so ein bisschen Humor zu machen mit diesem einen Gangmitglied und ab und zu mal die kleinen Jokes. Hier und da mal, wenn ich Conor McGregor wäre, wäre es dann mehr so ein netter Versuch, aber. Obwohl ich muss sagen, ich mag diesen Arturo, diesen einen Schläger da von dieser Gang. Der immer so, der so nett war so, und so, und damit immer so freundlich und sich so gefreut hat, wenn er da irgendwie zu sehen war. So. Also ich mochte den, aber er fühlt sich ein bisschen off an, finde ich. Ja. Ja. Apropos. Off? Off. Will ich oder will ich? Ey, ich habe mir noch einen gegeben. Ich genieße ja momentan die Situation, dass Netflix jeden indischen Blockbuster möglichst schnell, nachdem er im Kino war, auf die Plattform raufballert. Und ich habe mir jetzt quasi die indische Antwort auf Top Gun Maverick angeguckt. In was fliegen Sie da? Keine Ahnung. Auch irgendeine Fantasie. Ich halte mich zurück. Irgendeine Fantasiemaschine. Ey, The Fighter oder nur Fighter heißt er. Mit tatsächlich zwei größeren Stars aus Indien, deren Namen ich nicht wirklich aussprechen kann. Sie heißt Deepika Parone oder so. Oh, jetzt gucke ich sie. Dass du es jetzt sagst, das Roadhouse, da dachte ich zuerst an die Bar aus Top Gun Maverick, als ich die gesehen habe. Ja, gut. Ja. Kommt drauf hin. Kommt hin. Ist nicht die gleiche, oder? Nein. Soll ja auch ein chinesischer Top Gun kommen mit Jet Li. Er spielt den Jet, ne? Ja, pack den Flieger und pack Tom Cruise auf seinen Rücken. Für die Rolle wurde er geboren. Also, der Hauptdarsteller heißt, ich hoffe, ich spreche es raus, Hrithik Roshan. Und die Hauptdarstellerin heißt Deepika Padukone. Wo hat man die schon gesehen? Nee, ihr habt sie wahrscheinlich noch nicht gesehen. Aber ist auf jeden Fall, ach doch, Triple X hat sie mitgespielt. Bei dem dritten. Der dritte. Bei dem dritten. Ja, es gab Triple X. X3. Ja, genau, bei X3. Aber die ist in Indien, ist sie halt ein Riesenstar. Und auch hier der Hrithik Roshan, der. Das war Vin Diesel. Das ist, naja, guck, ich meine, gucken wir an. Hrithik, deshalb. Oh ja. Gucken wir an. Sehr westlich. Oh ja, das ist ein Star. Das sieht man jetzt halt schwer, aber gut. Singen die übers Intercom beim Fliegen? Sie singen auf jeden Fall. Beim Fliegen? Nicht beim Fliegen. Okay. Und ich kenne halt, Roshan kenne ich schon aus einem anderen Film namens War. Der ist von dem gleichen Regisseur. Der hat sich so ein eigenes Universum jetzt zusammengebastelt. Siddharth Anand. Von dem kam vor einiger Zeit dieser Pathan schon mit Shah Rukh Khan raus. Das ist da, wo er am Anfang in diesen Bandagen ist, oder? Nee, das ist Jawan. Okay, aber ist auch mit Shah Rukh Khan. Auf jeden Fall geht's halt hier um eine beste Lufteinheit. Yes. Moment, wer ist der Feind? Ist es Pakistan? Pakistan. Nein, der Feind ist eigentlich die ISIS.
Ja, an diesen es gibt hier einen fiesen ISIS-Terroristen mit so einem blutunterlaufenden Auge, der Kaschmir zurückerobern möchte. Ach, die haben also weiter Jets. Also, nee, die benutzen Pakistan. Also okay, ich wollte nur wissen, die Flieger besitzt. Die ISIS hat sich so gesehen in Pakistan eingenistet und benutzt die pakistanische Regierung, um Indien aus dem Kaschmir zu vertreiben. Also es ist wirklich brandaktueller Stoff, wo ich mal auch immer denke, boah, Alter, wenn der Film irgendwie, sag ich mal, in den falschen Ländern gezeigt wird, kommst du doch zum Aufstand. Denke ich mal jedes Mal. Weil die Leute halt auch, ne, der Roshan, wie er heißt, der am Ende, wenn im Endkampf, ne, dann ballert der mit jedem Schlag, ballert der so eine These raus. Ja, Pakistan ist vielleicht heute dein Vater. Aber Indien bleibt meine Mutter. Jai Hind. Er hätte das echt wie bei Top Gun machen müssen. Ein Schurkenstaat. Ja. Ja. Und dann nie genannt, welches es ist. Sagen also es geht halt darum, dass diese Lufteinheit eigentlich ja irgendwelche terroristischen Stützpunkte angreifen soll. Und dann kommt zu einem Zwischenfall. Zwei Piloten müssen halt aussteigen und geraten in Gefangenschaft. Mhm. Und die sollen dann wieder befreit werden. Aber, und das ist das Beste, der Staffelführer, das ist der Wer wird Millionär? Moderator aus Slumdog Millionär. Oh, ja. Okay. Ja, der spielt hier den Staffelführer. Gleichzeitig aber halt auch den Bruder der Verlobten von hier, Patty, so heißt die Hauptfigur. Mhm. Die Verlobte ist mal irgendwann bei einem Einsatz, in dem Patty mit dabei war, ums Leben gekommen. Und der Bruder gibt ihm halt jetzt nach Jahren immer noch die Schuld. Mhm. Also es ist alles drin, was man von vorne... Wie lang? Ja, und das ist das Ding. 2 Stunden 40 Minuten. Wie viel davon ist Flugkampf? Ja, da ist doch... Da ist eine Menge Flugkampf. Ja, das klang jetzt gar nicht ohne Scheiß. Also ich muss auch sagen, so das Finale geht locker eine halbe Stunde. Geil. Ja? Sieht auch gut aus? Ja, ja, geht. Ist es vergleichbar mit Top Gun? Ich meine, das war ja einfach auch gefilmt auf eine Art, dass man... Ja, nee. Nein. Okay, aber die, komisch, weil die Kohle und die Flieger hätten sie ja. Ja, ja, aber stimmt. Es ist, ey, da wirklich, da sind so richtig abstruse Shots dabei, wo sie halt Rücken an Rücken so aneinander vorbei. Ja, gut, aber das erwartest du ja. Ja, aber dann, ich erwarte halt, dass sie tanzen mit ihren Jets. Ja, und das macht er halt auch. Er macht halt irgendwann so eine komische Drehung. Die Flugzeuge tanzen. Okay. Ja, okay. Ey, und dazwischen hast du halt, dann müssen sie halt bonden. Das ist so geil. Da sagen sie halt, ja, ihr müsst als Team zusammenarbeiten und zusammenwachsen und so. Und dann gehen sie erstmal essen. Und dann wird halt hier der Patty, die Hauptfigur, wird erstmal losgeschickt, weil er halt dieses berühmte Bitte-Lächeln hat, mit dem er alles immer irgendwie in der Uni zusammen gekriegt hat. Und dann muss er zu so zwei Damen hingehen und muss da und muss sie fragen, ob ja, sie ihr ihnen was zu essen abgeben von ihrem Menü, weil sie würden gerne mal kosten, ob das sich auch lohnt, dieses Menü zu bestellen und keine Ahnung. Mhm. Ey, wirklich, es ist ein Haufen an, sag ich mal, Quatsch drin, plus mindestens 3 Musical-Sequenzen über locker 10 Minuten. Hm. Also die Länge wird richtig, richtig schön aufgeladen. Also Daniel, du musst endlich mal Mahakal dann gucken, den indischen Freddy Krüger. Ey, ich bin mit allem dabei, ne? Ich freue mich über alles, weil das ist so eine. Ich dir auch mal zeigen. Es ist so eine schöne. Die meinen das ja alle ernst, das ist ja das Problem. die sind ja richtig überzeugt von dem, was sie da machen. Von wegen, ich war der Feind. Nein! Du bist mein Staffelführer. Ja, so dieser Pathos. Ja, die haben den so Geschichte. Geil. Die finden den richtig da rein. Und ich muss aber auch sagen, ich finde es auch geil, weil die sind so herrlich überzeugt von dem. Aber wir hatten das in den 80ern. Ich kann diesen Pathos, ja, das ist für mich der 80er-Pathos. Das frage ich mich bis heute, warum das in Indien immer noch so gut funktioniert und hier wird das belächelt mittlerweile. Ja, weil wir das alles in den 80ern. Ich meine, Indien hatte das auch in den 80ern, oder nicht? Denke ich auch. Aber das haben wir nicht mitbekommen. Deshalb ja, aber ich frage mich, warum die Inder trotzdem das nicht belächeln. So wie wir. Wir sind in den Postmodernismus umgeschwappt und haben das alles nur noch ironisch belächelt und so und immer nicht das sagen, sondern das Gegenteil sagen als Gag und so. Und die Inder finden das einfach bis heute total geil, wenn da jemand so pathetisch drauf losgeht. Vor allem halt auch völlig abgegriffene, 100.000-mal gehörte Sätze sagen. Das und wenn es dann auch ey, immer diese Einführung von Leuten, ne? Wenn dieser Patty, ja, wenn dieser Patty das erste Mal auftaucht. Wir lachen über ja, gewisse Leute in Zeitlupe, ne? Das passiert da im Sekundentakt. Das passiert da echt im 10-Minuten-Takt, dass irgendjemand in Zeitlupe irgendwo langläuft. Ja, aber manchmal funktioniert das ja, ne? Bei RRR am Anfang, wenn der Cop eingeführt wird, bei der. Da ist gut. Da ist der geil. Das funktioniert 100 Pro, wenn sie dann langsam rumfahren auf sein Gesicht und dann in seinen Augen. Aber das funktioniert. Du musst aber auch sagen, das ist, woran wir uns dann satt gesehen haben, ist amerikanischer Pathos, der ja die Filmindustrie definiert. Pathos, und haben wir deutschen Pathos überhaupt gehabt hier? Nö. So richtig? Nö. Und dementsprechend konnten wir uns, glaube ich. Das kann sein, also aber das ist ja trotzdem. Wenn es dich selber dann betrifft, also die Ami-Sachen wirken natürlich mit Abstand umso zynischer. Wenn du das aber es ist ja trotzdem die westliche Wahrnehmung, finde ich. Ja, aber ein bisschen allergisch. Ich sag mal so.
In Amerika, wenn jetzt in Amerika so ein Film rauskommen würde, in dem der Held am Ende den Bösewicht 15 Mal in die Fresse haut und bei jedem sagt, Make America Great Again! Make America Great Again! Make America Great Again! Vielleicht nicht sehen. Das will ich sehen. Das will ich sehen, echt. Den Film will ich jetzt sehen. Also, entweder wird man denken, ey, seid ihr jetzt alle voll plemplem, oder man wird sich halt auch kaputt lachen. Ja. Also, Air Force One war ja auch schon eine Comedy damals schon. Musst du sagen. Das hat aber keiner irgendwem, sag ich mal, der Beteiligten gesagt. Nee. Wolfgang Petersen war es, oder? Petersen, ja. Okay. Ja, aber ich genieße das aus der ironischen und leicht kindlichen Distanz so. Aber ich muss auch sagen, der Film war jetzt nicht der stärkste. Der gehört halt mit zu diesem Raw-Universum, zu dem halt auch Patan und War gehören. Und die fand ich beide deutlich stärker. Mhm. Weil sie auch beide die besseren Gatling-Gun-Szenen drin waren. Waren die denn auch teurer? Wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, der Fighter ist richtig teuer gewesen. Ja? Aber du sagst es gerade, die Effekte sind jetzt nicht so überdreht. Ja, ist ja egal, aber die betreiben dann echt großen Aufwand. Okay. Ja. Also zumindest sollte man da mal reingucken, meinst du? Als Jet. Also, wenn du mich fragst. Als Jet Li-Fan. Wenn du mich fragst, schau lieber erst War oder Patan. Die sind beide besser, die machen beide das Gleiche, aber die bieten noch ein bisschen mehr Spektakel. Ich fand, hier fehlt so ein bisschen, weil du hast eigentlich eher eingeschränkt das alles auf diese Kampfflugzeuge. Mhm. Weil Patan ist ein Typ, der versucht, zwei Hubschrauber auf dem Lastwagen zusammenzuziehen. Geil. Aber ich meine, so Van Damme, oder? Ja, Van Damme nur anders. Ne? So ein Shit brauche ich dann irgendwie. Ja. Die machen es einfach noch. Die machen es einfach. Wenn das Gesinge nicht wäre und dieser Part aber, ey, das tut mir leid. Das Gesinge, wie gesagt, es beschränkt sich ja mittlerweile echt auch immer mehr auf Montagen, wo halt hin und wieder mal einer auch wirklich dann so einen Satz mitsingt. Aber ansonsten siehst du halt immer nur irgendwelche Sachen, die sie erzählen. Das muss halt einfach immer im Moment sein. Denn für den Plot wichtig? Nein. Oder kann man das rausschneiden? Das kann man rausschneiden. Also beziehungsweise ich spule tatsächlich bei der dritten Musical-Sequenz spätestens, spule ich dann auch vor, weil ich muss nicht nochmal erklärt wissen, dass er so schwer in sie verliebt ist, aber die Liebe halt irgendwie keine Chance bekommt, weil, weiß ich nicht, vom Himmel das göttliche Feuer es nicht möchte oder sonst irgendwas. Ja? Also, faszinierend, dass das so ganz anders, ein ganz anderer Kulturkreis ist. Ne? Aber das finde ich ja das Schöne. So, ja, ne, total, total. Wie toll ist das, dass man da reingucken kann und denkst, wow, guck mal, was machen die denn da? Ja. Also ich meine, wir haben ja wirklich lang genug amerikanische Filme sehen können. Ja, so, ja. Und deswegen, ich begrüße es halt einfach mal immer wieder in andere Kulturen reinzugucken und gucken, was die cool finden. Aus dem Einsatz, ich weiß, du willst zu billig, will ich, aber aus dem Grund freue ich mich zum Beispiel auf die, auch wenn die viele hassen, auf die Zukunft mit AI, weil man da vielleicht noch mal irgendwie ganz andere Sachen sieht, auf die vielleicht so keiner gekommen ist. Also da habe ich noch eine Hoffnung aus dem Grund, weil es mal was anderes ist, weil man ausbricht aus diesem Trott. Du guckst schon so, wie ich denke, dass du jetzt auch gucken. Ich glaube, da kommen wir gleich noch nachher nicht was ein Computer zusammen. Naja, weil du das dann vielleicht total spannend findest und der Computer vielleicht was findet, was du noch nicht gesehen hast. Oder Computer. Ich sehe das anders. Ich sehe das, gib mir 10 Ideen. Ja. Und ich erwarte nicht, dass diese 10 Ideen gut sind, sondern ich erwarte eigentlich fast schon, dass sie schlecht sind. Und dann sind sie meistens auch schlecht. Aber über diese schlechten Ideen sagst du, ach, so doch nicht. Aber so. Und dann kommen neue Ideen, die von dir kommen. Aber also warte doch mal, bis ChatGPT 5 kommt. Star Trek. Das ist noch mal ein Sprung. Dann wird das kein Problem mehr sein. Ja. Nutzt das Holodeck, um bei irgendeiner WWE-Serie mit dabei zu sein. Was hat das mit KI zu tun? Während Bryan Adams irgendwie Moment, jetzt hast du mich ein bisschen. Stadionhymne irgendwie. Cagefight zwischen Bryan Adams und Bon Jovi. Auf dem Holodeck. Last Man Standing. Auf dem Holodeck in Star Trek. Und sie singen. Und hast du dafür KI gerade gebraucht? Nein. Nein, habe ich nicht. Aber sie singen Enjoy the Joyride, ne? Ja. Okay. Es geht E-Gitarre on a pole match. Ja. Musst du mit der Leiter runterholen. So, Joyride. Mal gucken, ob das auch auf den nächsten Film zutrifft, der einen ersten Trailer jetzt rausgeschickt hat. Wir hatten, glaube ich, schon letzte Woche mal ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt ist endlich ein Trailer da. Den hatten wir dann aber auch nicht rechtzeitig vorliegen. Deswegen, billig oder willig? Ja. Deine Animationen sind viel zu lang, Daniel. Was sind viel zu lang, die Animationen für die Soundgags, die wir machen. Ja, gut. Guckt mal da. Oh. Die Bilder habt ihr vielleicht gesehen. Wir haben sie uns schon mal angeguckt. Jetzt gibt's einen ersten Trailer zu Beetlejuice. Also, es ist nicht Beetlejuice Goes Hawaiian. Nee, ist nicht die Hawaii-Nummer. Ich weiß es nicht. Oder also, basiert das da drauf? Weil würde mich nicht wundern, wenn sie mal nach Hawaii gehen, kurz. Naja, aber das war ja ein Thema vor 20 Jahren. Ich glaube nicht. Tropical. Ja. Do we really have to go tropical? Ja, genau mein Lieblingssatz. Ja. Genau. Didn't we tell anything we need to know? Do we have to go tropical? So lustig. So, dann komm, gucken wir uns den mal an. Hm.
Aber schon geil, dass sie wieder ziemlich viele aus der Originalbesetzung, außer Jeffrey Jones, der zu Recht fehlt. Oh, das war ein Song noch. Ist da eine gute Variante mit Jenna Ortega, oder? Naja, das ist, ich meine, gut, die beiden haben ja schon zusammengearbeitet, also Burton und Ortega. Ich denke mal, die haben gemerkt, das ist eine fruchtbare Konstellation. Mhm. Aber es hat ein bisschen Typecast-Charakter, ne? Sie muss schon aufpassen, dass sie dann nicht immer nur das Goth-Girl ist. Das ist zu spät. Ja gut, von mir, wenn sie es embraced, ich meine, hier ist sie super in ihrer Rolle, ne? Aber sie ist ja gerade im Kino mit Miller's Girl, da spielt sie halt, glaube ich, gleich jetzt. Das ist wahrscheinlich ihre Nische gerade, ja. Denke ich auch. Oh, das ist so geil, ey. Ich hab so Bock, ich bin so, ey. Der erste war so schön. Ist Alec Baldwin dabei? Würde ich nicht sagen. Oder? Würde ich nicht sagen. Der Juice dreht frei. Oh Gott, es ist deutsch. Ja gut, was sollen wir machen? Das Problem ist, mit den Englischsprachigen kriegen wir dann halt wieder Probleme. Ja. Aber was sagt er im Englischen? Ach, das war's. Ah. Oh. Okay. Warum wird der Film gemacht? Weil Burton war ja lange Jahre brach, wieder einen Hit braucht. Und deswegen sagen sie, okay, wir hatten mal einen Hit vor 40, ja, auch 35 Jahren. Jetzt wieder ein bisschen mehr Feuer. Aber das ist ja jetzt nicht ein Kultfilm, über den man immer und immer. Nicht? Das ist voll Beetlejuice, der Kultfilm. Auf jeden also Fall. Beetlejuice, findet ihr das als also wenn das absolut kein Kultfilm ist, dann weiß ich offen gesagt auch nicht was. Also was heißt, ja, Kultfilm ist natürlich wieder die Sache, wie man es definiert. Aber ich würde schon sagen, dass Beetlejuice einer der Filme ist, der seine Zeit überdauert hat. Also er ist vor allen Dingen vom Design, von guck dir die Klamotten an, du erkennst sofort Beetlejuice. Das ist so gut gemacht, also das muss man auch mal. Und sie haben die Reihe nicht ausgeschlachtet in irgendeiner Form. Das muss man auch mal würdigen. Ja gut, aber das ist, finde ich, soft ausschlachten. Das ist okay. Das ist okay, wenn die jetzt Rocket Beans Kids machen würden, würde ich auch nicht sagen, nein. Ich habe mir bestimmt als Kind und Jugendlicher 2, 3 Dutzmal geguckt oder so. Das ist einfach so eine, die man immer wieder schauen kann. Es ist erstaunlich, wenn man den in der Neuzeit wieder guckt. Also vor ein paar Jahren habe ich es dann nochmal wieder gemacht. Der Charakter des Beetlejuice ist ja schon sehr erwachsen, sagen wir es mal schon. Ja, ne? Sehr derb. Kommt Don Senilo, der geile Vater. Ja, super derb teilweise. Und also ich freue mich bei den ganzen Revives, die machen das natürlich in erster Linie. Okay, haben wir noch mal irgendwas, wo die Leute gewisse Nostalgie haben? Können wir da irgendwie noch mal eine alte Marke wieder zu einem Franchise machen? Probieren sie aus. Da Michael Keaton immer noch das drauf hat und immer noch hier, du hast ja schon, glaube ich, gesagt, er hat ja so ein Revival ja auch gehabt in den letzten Jahren. Mit den Make-up und allem drum und dran. Sieht ja auch nicht so aus, als ob es ein alter Tatterkreis ist. Das Make-up war ja schon auch enorm stark. Und Beetlejuice sah schon immer verranzt aus. Genau, ja, insofern sieht er so jetzt schimmelig oder pilzig. Genau, er sieht eigentlich fast noch besser aus. Also ich mag vor allen Dingen die Welt. Ich mag die Todeswelt, in der sie oft sind, fand ich super. Ich mochte, was mir echt gefallen hat, dass du konntest nicht vorhersagen beim Original, was als nächstes passiert, als sie zum Beispiel als Geister die neuen Bewohner des Hauses austreiben wollen und dann diese Masken machen. Geil. Du konntest nicht vorhersagen, wie das am Ende aussieht, aber es war ein geiler Effekt für die damalige Zeit. Und sowas wünsche ich mir. Die Zeit, wo sie in der Todeswelt sind und dann irgendwie mit der langen Warteschlange und der eine mit dem Schrumpfkopf. So Sachen. Das ist einfach diesen 80er-Humor. Das ist der Anfang vom Film doch jetzt, ne? Dass er an der Reihe kommt. Weil nee, das ist am Ende. Nee, jetzt beim jetzigen Film. Beim jetzigen Film. Ach so, das, ja. Der hat ja das Ticket gezogen, sie sind erst in einem Jahr dran. Aber er hat so ausgetauscht, schwimm mit dem einen. Dann wurde ja auch sein Kopf geschrumpft. Ja. Ach, stimmt, das Ende. Da das Pulverchen dann wurde. Ich merke gerade, dass ich den doch ziemlich gut kenne, aber auch seit damals nicht mehr gesehen habe. Und gut finden, hoffentlich. Wir gucken halt noch mal. Wir gucken ihn. Das war doch Mr. Taliban, Talibana. Ach, das war auch da drin. Wann war denn das? 89? 88, 89, irgendwie sowas. Das ist eben die gute Tim Burton-Zeit noch, ne? Wo der es war einer seiner ersten Filme, ne? Der zweite oder dritte oder so. Aber ein Knaller nach dem anderen zu der damaligen Zeit. 88. Noch. Und ich würde so, ich hatte bei Frighteners immer so ein schönes Beetlejuice-Gefühl bekommen. Ne? Ja, das ist ja auch so ein bisschen eine ähnliche Thematik. Hast du die Ära? Das ist auch ein geiler Film. Frighteners von 4,5 gegeben. Hast du? 4,5 von 5? Ja, aber plus Herz. Ich finde den halt geil, was soll ich sagen? Weil eben genau das wie du. Ich habe den wirklich, als der zum ersten Mal in die Videothek kam, ich habe den noch und nöcher geguckt. Ich fand diese Spielzeugwelt geil. Ich fand diese ganzen, ja, diese Vermischung aus Stop-Motion-Animationen oder halt auch echten Effekten, wenn sie da die Essensszene, wenn dann diese Schrimpshände rauskommen und sie alle so in den Teller ziehen und so Sachen, dann ja, dieser Warteraum in der Unterwelt und so, waren so coole Sachen. Eine Sache noch, was ich aus irgendeinem Grund immer toll fand, als er in dieser Spielzeugwelt ist und dann auch alles so, diese Spielzeugplatten sind und er das so rausreißt und aufmacht, man hat da gesehen, okay, es ist halt wirklich eine Spielzeugwelt, in der du gerade bist. Ich weiß nicht, mich hat das total geflasht. Da habe ich meine Liebe auf jeden Fall zu Tim Burton entdeckt. Da und Batman Returns und was war noch? Etwa mit den Scherenhänden.
Ja, okay. Mann, könnte ich immer noch heulen. Ohne Scheiß immer noch. Aller besten Filme, ey. Ed Wood, sein bester. Würde ich persönlich fast sogar sagen. Ja, der aber ist egal. Normal. Vergesst mir Mars Attacks bitte nicht. Ja. Okay. Nee, haben wir Mars Attacks Mann, der ist so visionär. Ich finde den auch nicht schlecht. Aber er war damals, hat er mir auch nicht gefallen. Aber er hat viele visionäre Sachen. Das war wie bei Schwarzenegger, da fing es schon langsam an zu bröckeln. Bei Mars Attacks willst du mich verarschen? Eine Sache, das lässt sich anhand des Teasers noch nicht so absehen. Bei diesen Revivals dieser 80er-Marken, irgendwie nicht so viele sind wirklich bei mir gezündet. Ich war ziemlich enttäuscht von dem dritten Bill und Ted, muss ich sagen. Irgendwie, der kam nicht für mich zusammen, von der Story, vom Visuellen oder sowas her. Einfach weil es so ein Produkt der 80er war. Das hat sich irgendwie nach nichts angefühlt, was ich nochmal gucken möchte. Und ein bisschen habe ich immer so die Sorge bei solchen Revivals. Der Beavis and Butthead-Film soll nicht schlecht sein. Den habe ich aber immer noch nicht geguckt. Oh. Okay, als Animation ist das natürlich was anderes. Ja. Ja, aber auch dann jetzt hier nochmal, was Kevin Smith da die letzten Male gemacht hat. Klar. Also Clerks 3, ich muss sagen, braucht man nicht wirklich, aber der hat mich tatsächlich doch nochmal echt ein bisschen gekriegt. Mehr als der zweite. Aber der zweite war doch gut. Der zweite fand ich auch noch nicht. Mit der Pony Show? Ja, ich fand das super. Esel. Esel Show, ja, Donkey Show. Ich fand den irgendwie halt so, okay, ist einfach mega dumm alles so. Aber vielleicht muss ich ihn auch nochmal gucken. Aber damals fand ich ihn schäbig. Ja? Ich habe trotzdem den dritten geguckt. Ich bin ja, und der dritte, ich weiß nicht, ich fand den dritten überraschend herzlich dafür, dass es eigentlich More of the Same war und nochmal More of the Same so, ja. Also da fand ich die James Silent Bob Filme deutlich belangloser, sagen wir es mal so. Aber ja, ey, ich meine, ich find's auch komisch, ne? Wir haben gesehen, Barbie, Super Mario, Oppenheimer, wir hatten ein paar Filme, die nicht ganz so stark dem Sequel oder Reboot-Wahn unterworfen waren, die zwar sich auch auf eine bekannte IP gestützt haben, Four Things kann man jetzt vielleicht auch noch große IP Oppenheimer, ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, ne, du hast irgendwas Bekanntes und ich meine, es war ja auch ein Buch, was Nolan verfilmt hat. Und man hat tatsächlich mit diesen Filmen sehr viele Erfolge eingefahren. So. Und jetzt kommt, weiß ich nicht, jetzt kam vorgestern raus, Fluch der Karibik soll ein Reboot werden. Ja. So. Mit wem? Ja, ist ja jetzt erstmal irrelevant, aber halt, dass man jetzt schon hingeht und 2000er Filme. Ist gut. Rebootet. Wobei, du musst sagen, ist 24 Jahre her jetzt. Oh, come on, Alter. Also für uns sind 24 Jahre in Anführungsstrichen nichts, aber Leute sind mit diesen Filmen aufgewachsen. Also 24 Jahre kannst du nicht als zu wenig für ein Reboot bezeichnen, finde ich. Nicht, dass ich persönlich einen Fluch der Karibik Reboot sehen möchte. Der ist auch so zum Charakter mit Jack Sparrow dann drangehängt. Aber es gibt 100% so viele Leute, die so eine Ultra-Nostalgie dafür haben. Die Star Wars Prequels sind ja mittlerweile sogar beliebt. Aber du die hast Star Wars Prequels. Du hast doch keinen, weiß ich nicht. Also, Fluch der Karibik kam zu einem Zeitpunkt raus mit einer Figur, mit einem Aufwand und einem Genre. Naja, das Genre war tot. Niemand hat mehr Piratenfilme gemacht und keiner wusste auch wirklich, ob man Piratenfilme sehen will. Keiner hat dran geglaubt. Keiner hat dran geglaubt. Genau, das ist aber irrelevant für die Kids, die dann in dem Hype mit groß geworden sind. Also die haben nicht gesagt, oh, die Piratenbraut mit Gina Davis, das hat für mich nicht gebracht. Das war alles mit Johnny Depp. Ohne Johnny Depp hätte das nicht. Ja, deswegen, das meine ich halt. Fluch der Karibik funktioniert nicht, weil, also nicht alleine, weil jetzt plötzlich alle sagen, oh geil, wir haben mal wieder Bock auf Piratenfilme, weil die hatten wir schon so lange nicht mehr. Du brauchst den alten Tata gereist. Du brauchst halt schon irgendwas, was dich da halt irgendwie reinzieht. Und das war mit Johnny Depp meiner Ansicht nach der stärkste Faktor, weil das eine Figur war, die man so nicht gesehen hat. Ja, aber du sagst ja auch nicht, lass uns Fluch der Karibik gucken, sondern lass mal Jack Sparrow gucken. Ja. So weit ist das aber schon. Das hörst du. Absolut. Bei. Nur ich finde, auch das ist vorbei. Also sowohl auch die, aber Jack Sparrow ist noch dabei, auch diese Zeiten sind durch und jetzt ist ja auch Johnny Depp irgendwie durch. Also, ja, Johnny Depp. Egal, welche Seite du hast, das ist einfach alles schäbig geworden. Ja, der wirkt auch jetzt wie so ein C-Darsteller, obwohl er halt eigentlich nichts Neues gemacht hat seitdem. Aber er wirkt auf mich wie jemand, der durch ist. Ja, also du kannst es nicht mit ihm machen, aber auch nicht ohne. Ich kann das nicht machen. Du kannst nicht Jack Sparrow recasten. Doch. Ich glaube nicht, dass das wäre so Hans Solo so recastet oder so. Ja, nee, also, ich würde sagen, das wäre so, als würdest du den Paten recasten. Okay. Ja, das ist Gregor so hatte gerade einen guten Punkt. Kirk hat ja auch gerecastet. Aber dazu muss man vielleicht sagen, dazwischen hatten wir ja noch mehrere andere Kapitäne. Ne? Also zwischen Chris Pine und William Shatner. Ja. Hattest du Janeway, du hattest Picard,
Du hattest hier, Cisco. Wie heißt der? Cisco? Cisco. Gut, das ist der Vorteil zwischen einer Filmreihe und einer TV-Serie, die du hast. Und ich glaube, bei Star Trek hat es auch nochmal funktioniert, weil man eben, du hast ja schon gesagt, Alternativen hatte, als auch, das ist so ein James-Bond-Ding gewesen, wo man dann auch schon irgendwie schon mal die Marke setzen muss und sagt, du kannst die Person da ersetzen dahinter. Aber das ist eine Frage, die ich interessant finde. Ist Jack Sparrow so eine Art Joker, also so eine Figur, die immer wieder neu erfunden werden kann, aber immer wieder das Potenzial auch hat, das von man einem guten sehen. Schauspieler das richtig erst, krass zum Leben. Das muss erst mal jemand beweisen, dass es zum zweiten Mal funktioniert. Ja. Mhm. Aber das hat man beim Joker ja auch oft gesagt, so Jack Nicholson war die Beste. Nein, Mark Hamill in der Zeichentrickserie. Was? Okay, krass, Heath Ledger hat das wahnsinnig gut gemacht. Und jetzt ist noch jemand, der es besser gemacht aber hat. Das ist also nicht, aber es ist gar nicht der Joker. Nein, aber ich meine das war nicht der Joker-Film. Ich wollte nur sagen, das ist was anderes, wenn die fünf Teile gibt's da von fünf, ne? Da war bei allen war Jack Sparrow dabei. Ja. So, das und irgendwie ist er immer der Fokus und er wird promotet und alle. Es gibt ja niemanden, der Jack Sparrow nicht mag. Ist so meine Wahrnehmung. Alle lieben den ja. Von jung bis alt. Gibt auch ich. So, ja. Und ich finde, die Serie ist im Grunde genommen Sinnbild für ihn letzten Endes und seine Abenteuer. Und da sind wir wirklich bei James Bond oder Indiana Jones und ich finde das sehr schwierig, dann so eine ikonische Figur dann auszutauschen, weil du musst zwangsläufig was anderes machen. Es wird nicht funktionieren, wenn er sagt, ich mache jetzt auch so eine Interpretation von dem Stones-Gitarristen hier, Keith Richards. Ne? So, dann kommt was Komisches dabei raus. Das heißt, es müsste eine komplett neue Ausrichtung sein. Weißt du? Ich hab den perfekt. Ne? Hau raus. Jeder darf mal einen Jack Sparrow nennen, okay? Meiner ist Nick Cage. Wow. Oh, ne? Guter Punkt. Ich weiß nicht wie. Nicht Haare drauf, aber dann ist Nick Cage als Dracula, als Jack Sparrow. Okay. Nicht schlecht. Aber ich sag mal so, ein Reboot von Fluch der Karibik wird garantiert nicht gemacht, um zu sagen, aber wir gucken, ob es einmal funktioniert. Okay, ich sag Patton Oswalt. Ist mal was anderes. Das ist der dicke, witzige, smarte, Sprüche klopfende Piratenkapitän. Aber das meine ich mit komplett neuer Ausrichtung. Du kannst nicht sagen, das ist dann quasi eine neue Interpretation von der Rolle, die Donald Glover. Nö, das ist mir zu hip. Zu hip, ja, aber gut, wir reden. Ja, weil sein Humor ist ja eher so ein bisschen so down. Aber es stimmt, oder? Wenn man sich überlegt, weil ich fand das nicht uninteressant, was er mit Lando Calrissian gemacht hat, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Und wenn man sich denkt, okay, das, weil das hätte ich auch nicht von ihm erwartet, muss ich sagen, diese Art zu spielen. Das, also wenn du das quasi ummünzt auf Jack Sparrow und als der hippe, coole, also nicht der Alkoholiker und der kriegt gar nichts mit, das ist eine coole Ausrichtung und witzig. Der aber, kann ja kiffen. Und, genau. Genau, er kann der Bekiffte sein, aber dann muss er trotzdem das in eine neue Richtung lenken. Ja, aber dann und nicht nur das. Man würde ihn halt trotzdem für den Trottel halten, beziehungsweise der nichts peilt oder nichts mitkriegt. Und wenn er dann halt durch schlaue Aktionen aufweist, dann hast du wieder diesen Widerspruch, den Jack Sparrow ja ständig erzeugt. Cheech und Chong gehen segeln. habt ihr gesehen, Cheech und Chong sind in Call of Duty? Jetzt als Skins. Das ist so geil. Die Kriegsverweigerer sind ja, sind witzig. So aber weil, ey, jetzt, lieber, ich würde sagen, lieber Cheech und Chong als Nicki Minaj, Alter. Und die ist bei Call of Duty schon länger drin. Okay, aber dass das überhaupt also die Wahl war. Ich würde sagen nochmal, damit ich den auch dann raushauen kann, Orlando Blooms Rolle, Timothy Chalamet und dann wird Robert Pattinson zu Jack Sparrow. Oh, nicht verkehrt. Aber da sind wir in einer ähnlichen Richtung. Dann sind wir, und dann wollen wir sowas wie das, was Johnny gemacht hat. Ja. Das sind deren Kinder. Ich meine, das geht auch, aber ich fände es. Das geht um eure Kinder! Aber so einen hypernervösen Pattinson wie in diesem Good Nights zum Beispiel. Das wäre schon. Ja, aber das sagst du deswegen, weil es dich mehr an die Johnny Depp-Rolle erinnert, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ich finde es auch nicht schlecht, aber ich wollte nur sagen, ich kann mir vorstellen, dass man da eine andere Richtung, deswegen Patton Oswalt, als ganz andere Richtung. Aber wo du es eben schon mal erwähnt hast, Star Trek 4 mit Chris Pine und der Crew, ne? Mhm. Soll ja weiterhin. Echt? Immer ja, noch? Sie halten dran. Arbeiten Sie immer noch dran? Ich finde, Chris Pine ist ein super Captain. Wir waren im Kino, ja. Ne? Und wir haben alle gesagt, ey. Ich muss auch sagen, ich habe kein Problem mit den 3 Neuen. Der letzte, wir hätten mittlerweile schon 2 oder 3 Filme noch mal zwischendurch bekommen können. Komisch, das ist jetzt 2016, ist es, glaube ich, gewesen. Wo Star Trek Beyond. Stimmt. Der ist nicht so funktioniert an der Kasse? Der hat an der Kasse nicht so gut funktioniert, wie er sollte für sein Budget. War immer noch solide genug. Den Film fand ich ja auch vollkommen in Ordnung. Ich fand ja auch Spaß. Vollkommen in Ordnung. Es sind diese ganzen natürlich, oh, wir haben ein Skript, wir kriegen die Leute nicht wieder zusammen. Du hast Anton Yelchin, der natürlich dann nicht mehr dabei sein
sein kann. Du hattest dieses Quentin Tarantino-Skript noch mal gehabt, was ja auch noch mal angedacht war. Oh, hätte ich mich darüber gefreut, oh, ja, wenn das jemals, als das angekündigt wurde, dachte ich, das wird der absolute Burner für mich. Mein, ich war so neugierig. Es wäre mir sogar egal, ob das schlecht oder gut wird. Genau. Nur das Erlebnis. Ich will einfach nur sehen, was er daraus macht. Ja. Als Extrafilm absolut kein Problem. Ich hätte trotzdem noch mal was gerne mit dieser Crew gesehen, wenn Quentin nicht an seinem, oh, ich mache nur 10 Filme Plan und festhalten wollen würde. Schaffen. Plus Kill Bill ist aber ein Film. Zwinker, zwinker. Egal. Ich würde mich trotzdem darauf freuen, noch mal einen abschließenden Film zu sehen, weil die werden auch nicht jünger. Ich glaube, da habe ich zuletzt noch mal eine Rechnung gesehen, je nachdem, wenn die jetzt anfangen, Script zu machen und zu drehen, dann ist wahrscheinlich Chris Pine vom seinem richtigen Alter her so alt wie William Shatner beim ersten Star Trek-Film Ende der 70er. Passt doch. Das heißt also, die könnten dann noch mal jetzt hier sind die das Altern-Thema vielleicht. Sollen sie abdanken, aber ja. Ich würde gern Spock wieder mit meinem kleinen Liebling knutschen sehen. Zachary Quinto mit Uhura, oder? Mit Zoe Saldana? Zoe Saldana, ja. Ich fand die süß zusammen. Der Strange New Worlds Spock finde ich sogar ein bisschen besser als Zachary Quinto. Ethan Peck, der spielt ihn in der Serie Strange New Worlds. Ist ein richtig guter Spock. Stimmt, also auch eine gute Serie, ne? Ja, ja. Eine gute Serie. Ist die zweite auch so gut? Ich fand die erste super. Die erste Staffel. Die zweite habe ich noch nicht geschaut. Fand ich ein bisschen langweilig, aber ja. War ein bisschen schade, fand ich. Ah, okay. Ja. Weil die erste super guck war. Trotzdem. Ja. So, Freunde, kommen wir zu den Neustarts, würde ich sagen, damit wir die auch hinter uns gebracht haben, denn wir wollen ja eigentlich noch über was anderes sprechen. Ja, wir haben noch Filme, ne? Genau, wir haben noch Filme und wir wollen nachher noch über, wie gesagt, Zukunftsvisionen sprechen. Bitteschön. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. So, lasst uns bitte schnell durchs Kinoprogramm gehen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe sehr wenig von diesem aktuellen Programm gesehen, aber ich möchte es halt schon aus Chronistenpflicht einmal hier irgendwie vorzeigen. Wir haben unter anderem Chantal im Märchenland, ich kann nicht viel dazu sagen, die Dame aus der Fuck You Goethe-Reihe versucht sich weiterhin als Influencerin, hat nicht wirklich Erfolg und mit ihrer Freundin zusammen landet sie halt durch einen Zauberspiegel im Märchenland, was der Regisseur Bora Daktekin dazu nutzt, um möglichst viele Märchenklischees gegen den Strich zu bürsten und dann halt vor allem Female Empowerment zu leisten. Das ist das, was ich so gelesen habe, das ist das, was ich so mitbekommen habe. Ist ein bisschen komisch, ich höre zum Beispiel, ich habe hier gelesen, dass der Film bis zur Premiere noch an dem noch gebastelt worden ist, was wohl dann jeweils vielleicht auch auf die Musik zurückzuführen ist, dass man da nochmal einfach neue Musik hinzugefügt hat. Ich habe aber auch an anderer Stelle gehört, dass der Film eigentlich schon seit 2 Jahren im Regal liegt. Ups. Und einfach jetzt erst rausgebracht worden ist. Ich bin gespannt, wie dieser Film sich macht. Er ist absolut nichts, was mich interessiert. Ich habe auch schon für viel. Also das läuft im Kino. Das ist ein Fernsehfilm für RTL oder so, ne? Das läuft. Komm, Uschiglas, kriegst nochmal einen Check. Aber wenn wir den jetzt zusammen gucken würden, würden wir wahrscheinlich viel lachen und hätten einen schönen Tag. Ja, oder wir würden halt alle im großen Bogen speien. Aber ist das denn für Kinder oder ist es für Jugendliche? Das würde mich. Das ist doch nicht für Kinder, Alter. Das ist Chantal im Märchenland. Ich kenn Chantal nicht. Ja, ich hast du Fuck You Goethe nie gesehen? Ja, ja, aber ist das nicht trotzdem dann für junge Leute? Also ja, für 6-Jährige vielleicht nicht, aber 12? So die Gestik, Mimik, die sie macht, deswegen frage ich. Fuck You Goethe nicht auch schon 20 Jahre alt oder so? Spricht doch eigentlich eher ja, dieses TikTok-Word-Chewing, ne? Dieses übertriebene Grimassen, dieses Jim Carrey-Ding. Lass es ab 12 sein, aber ich frag mich halt, ob Leute, die damals Fuck You Goethe geil fanden und das mochten, ob die wirklich jetzt noch wirklich darauf Bock haben. Aber ich habe bei meiner ehemaligen Kollegin Maria Erich zum Beispiel gelesen
Die spielt mit, die spielt die Prinzessin auf der Erbse. Die hat irgendwie so ein Posting gemacht bei Insta und da waren viele Leute drunter, die halt geschrieben haben, aber wirklich viele, die geschrieben haben, oh, ich freue mich, ich hab Bock, ich komme und ich habe mir schon Tickets geholt oder reserviert und was weiß ich. Ich bin gespannt, ob der Film zu spät ist oder halt nicht oder ob nochmal ein Erfolg daraus entsteht. Ja, aber ich sehe den jetzt gar nicht als Fuck You Goethe Spin-Off, sondern ich sehe den einfach als Märchenfilm mit einer bekannten Figur so. Naja, aber die halt durch Fuck You Goethe bekannt. Ja, ja, ich meine ja nur, dass man den, glaube ich, auch genießen kann, wenn man auf Märchen und auf lustige deutsche. Mag sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber keinen Bock drauf. Also ganz einfach. Besser so, als wenn es dann nochmal eine richtige Ausgabe der RTL-Serie dann wird mit der Figur. Ja. Die hat dann so ein Äquivalent zu Ritas Welt oder so bekommen vor vielen Jahren. Ah, Gott. Dann haben wir Club Zero von Jessica Hausner. Ihre zweite englischsprachige Arbeit mit Mia Wasikowska in der Hauptrolle, die hier eine Lehrerin spielt an einer Elite-Schule oder an einem besser gestellten Internat. Und die ist halt Ernährungslehrerin, warum auch immer. Also beziehungsweise Ernährungsberatung. Und die schafft es so eine Art, ja, Kult zu gründen, den sogenannten Club Zero, weil sie halt sagt, Essen ist überbewertet. Beziehungsweise sie versucht halt, bewusstes Essen zu vermitteln, was halt darauf hinausläuft, dass man irgendwann halt gar nicht mehr isst. Deswegen Club Zero. Okay. Der Film, ich weiß nicht, es gibt von Frau Hausner, glaube ich, immer noch in einer der Mediatheken von ARD oder ZDF, gibt es noch den Film Little Joe. Das ist der Film, den sie davor gemacht hat. Da ging es, es war so ein bisschen Sci-Fi. Der hier geht auch so ein bisschen Sci-Fi. Ich habe über den gelesen, dass der halt ähnlich wie Little Joe einiges, wirklich auffallend, einiges im Vagen, Unklaren oder Mysteriösen lässt. Und dass das halt schon ein bisschen unbefriedigend ist. Und es soll wohl auch so wie bei Little Joe sein, dass man den Figuren nicht wirklich nahe kommt, weil das alles ein bisschen distanziert, alles ein bisschen mehr Versuchsanordnung ist. Ja, und es geht auch nicht unbedingt darum, dass man hier, also dass hier Bulimie oder sonst irgendwas thematisiert werden soll, sondern eben die Mechaniken und Dynamiken, die blindes Folgen und so. Wie die Welle. So. Genau, genau, sowas in der Richtung. Mhm. Ha, soll okay. Das sein. Woher kenne ich denn die Mia, die Hauptdarstellerin, die Lehrerin? Alice im Wunderland. Oder? Ah! Sieht das nicht? Oder? Sieh doch. Oder kriege ich das durcheinander? Oh, das ist doch. Nee, Alice selbst ist das nicht. Ist das nicht die Königin? War das nicht die aus Tim Burtons Alice im Wunderland? Nee, ich glaube, das war Dings. Das war, ich verwechsel sie aber halt auch. Vielleicht kriege ich das durcheinander, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber sie ist zum Beispiel bei Alice im Wunderland. Wunderland. Ja. Und hier Devil All the Time. Ich glaube, Maps to the Stars war sie auch dabei. Ja, das kostet. Only Lovers Left Alive. Lawless. Defiance. Lucy Lawless. Ja. Interessant, dann ist das so eine, die hier hintenrum sich quasi so ein bisschen in meinen Kopf gearbeitet hat. Ohne, manchmal hat man das ja so, dass man jemanden denkt, so, wow, oder nein, und dann 100 Mal gesehen und manchmal schon, denkst du, wer ist das denn? Stoker. Alter, war die nicht bei Maps to the Stars und nicht auch da? Doch, da war sie dabei. Siehst du, wusste ich doch. Ja, ey, hab ich leider nicht gesehen. Ich muss sagen, ich mag den Little Joe nicht so sehr. Der war mir halt auch, wie gesagt, ein bisschen zu vage und alles und ein bisschen zu dröge auch. Aber keine Ahnung, ich kenne Club Zero nicht, ich wollte es aber erwähnen. Dann haben wir One Life mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, der quasi hier den, und ich zitiere, britischen Schindler spielt. Nämlich einen Mann namens Nicholas Winston, der in den 30er Jahren in der Tschechoslowakei war und dafür gesorgt hat, dass 669 jüdische Kinder aus der Tschechoslowakei nach England fliehen konnten. Mhm. Zu der Zeit, als die Nazis halt eben eingefallen sind und das Land besetzt haben. Und ja, das wird parallel erzählt. Man kriegt den Handlungsstrang im Hier und Jetzt, wenn Anthony Hopkins schon der alte Mann ist. Und man kriegt's halt in den 30er Jahren, wenn er noch jung ist und versucht, die Kinder halt aus der Tschechoslowakei zu bringen. Was? Wir hatten hier doch schon mal einen Film, wo sie eine Schiene legen unter Grund, um was Ähnliches zu erreichen. Oder das ist nicht der Film? Das war, glaube ich, die Serie Underground. Okay. Das war aber in Amerika, oder? Ja, ja, ich habe auch nur gerade so eine vage Erinnerung. Ich wollte nur wissen, ich habe mich direkt gefragt, wie? Also wahrscheinlich, okay, mit dem Zug vielleicht. Ne? Aber ja, ich frage mich, ist ja ein Unterfangen, was schon schwieriger ist. Da frage ich mich immer, wie haben sie das geschafft? Das zeigt wahrscheinlich der Film, aber. Ja, ja, also mit Zügen und vor allem auch gegen Widerstände aller möglichen Behörden. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und soll wohl ein sehr, sehr anständiger Tränenzieher sein, was ich so gehört habe. Oh. Wer spielt den Jungen? Hopkins? Warte, das stand hier, habe ich ja auch irgendwo stehen. Jetzt muss ich Johnny Flynn wahrscheinlich, wenn der Name da jetzt auftaucht. Der Brille nach, würde ich sagen, ja. Ja, die Brille ist das
Element. Und der Regisseur hat unter anderem schon Slow Horses gemacht. Oh. Die Serie auf, ich glaube, Apple TV ist das, ne? Apple TV Plus. Ja. Ja. Also, das ist ein guter Cast. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich werde mich aber wahrscheinlich mal irgendwann mit diesem Film beschäftigen. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt irgendwie so brauche. Parallel dazu, und das finde ich halt ein bisschen komisch, also es ist ja wirklich, also dieses Programm über Ostern, es ist eigentlich schon ein bisschen merkwürdig. Also hier geht's jetzt quasi gesagt darum, diese Rettungsaktion zu zeigen. Und dann hat man sich gedacht, ja, bringen wir halt noch mal Mel Gibson Passion Christi ins Kino. Naja, ist aber aus deren Sicht eine gute Idee. Ja. Ne? Also ich meine, das wird garantiert funktionieren. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde gerade in den heutigen Zeiten, wo sehr viel darüber gestritten wird, ab wann jetzt irgendwie man kontra- oder pro-jüdisch ist, okay, der, so, den Film ja, okay, zu bringen, er passt, wo die Vorlage ja. schon von seit zigtausend Jahren und feindlich. Von Mel Gibson kommt, der wiederum auch seine Geschichte. Und dann noch es halt von Mel Gibson kommt. Ja, aber es gibt doch Geld, Schröckert. Es gibt doch Geld dafür. Ja. Die verdienen damit doch Geld. Ja, in Amerika. Ich verstehe nur nicht, dass das in Deutschland auch so gut funktioniert. Katholiken feiern das total. Ja, aber guck mal, wir hatten vor 20 Jahren hatte Deutschland noch, ich glaube, über 70% Anteil von religiösen Menschen, welcher immer. Ja, es sind weniger, aber es sind immer noch genug. Es sind jetzt knapp über 40. Und dann denkst du so, wow, so viel ist passiert in den letzten Jahren. Okay, wenn du es so sagst, wahrscheinlich von den 40% sind manche auch schon zu alt, um wirklich ins Kino zu gehen. Und ich kenne, wenn ich mir in die Welt gucke und ich denke so, meine Nachbarn, meine Eltern, Angestellte, Kunden, Freunde, wer guckt sich denn sowas an? Sind wir so einer Bubble? Ja, das war ja ein Riesenhit, ne? Ja, genau. Ich weiß, aber ich verstehe das. Ja, halt hier Gläubige, oder in Amerika, ja, aber hier weiß ich nicht. Also weltweit. Ich glaube, dass deutsche Katholiken sich den Film definitiv angucken werden, weil die, zumindest meine Erfahrung, also solange diesen Leidensweg und so, das hat für die was ganz, ganz Tragisches. Solange RTL Ostern, denkt, wir machen die Passion in irgendwelchen Städten mit irgendwelchen Mola Alibisis, Benz und was weiß ich, Leuten, ja. Weiß ich nicht, glaube ich, ist Passion Christi immer noch irgendwo. Was hatte der eigentlich für FSK bekommen? Weil der ist ja der schon 18, oder? Der muss 18 sein, oder? Meinst du? Ja, ich meine, dass sie sagen, ja, auch die kleinen Kinder müssen Jesus finden ab 12. Nee, aber die Gewalt ist schon wichtig. Ab 16 kannst du den nicht machen. Nee, kannst du auch nicht. Der müsste 18 sein eigentlich. 16. 16? Finde ich hart. Entschuldigung, dem Typen wird der Rücken rausgerissen. Ja, aber es hat halt diesen Education-Ansatz. Genau. Ja. Das ist Geschichte, was du da siehst. Das ist Jesus. Ja. Ja, aber Muss man wissen. Genauso war das damals. Also, falls ihr es nicht wisst, weil wir haben ja gerade eben erfahren, es sind nur noch 40% der Deutschen irgendwie religiös. Naja, Mitte 40. Was auch gut ist, meiner Ansicht nach. Ich finde, wenn man mal genau nachdenkt, was hat Religion bislang uns Menschen gebracht? Mach das fast jetzt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, lass uns nicht damit anfangen, bitte. Ey, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ey, Glaube ist nicht verkehrt. Religion ist das Problem. Daniel. Wir sind bei dir. Wir wollen nur nicht. Keine Widerworte hier. Ja, wir wollen aber nur unsere Ruhe haben, verstehst du? Ich wollte gerade sagen, das ist etwas, da können sie uns beide, glaube ich, nicht stoppen dann. Nach 2-3 Minuten. Ja, lass einfach. Also nur für diejenigen, die es nicht wissen, worum es in diesem Film geht. Es sind die letzten 12 Stunden Jesu Christi und es beschränkt sich halt wirklich auf diesen, ja, Foltermarsch. Da ist was passiert während dieser Zeit. Es gibt nicht viele Rückblenden. Es wird ein bisschen angedeutet, was irgendwie drumherum gewesen ist oder auch halt, dass nicht alle Pharisäer damit einverstanden waren, dass Jesus gekreuzigt wird. Aber es geht vor allem darum, wie Jesus mit Kreuz zum Berg latscht, um da halt gekreuzigt zu werden und die Beine gebrochen zu bekommen oder bis auf die Knochen ausgepeitscht zu werden und so weiter. Also in Aramäisch, das muss man dazu auch sagen, in Original Aramäisch gedreht oder beziehungsweise gesprochen und halt mit einem enormen Make-up-Aufwand und wirklich auch guten Make-up-Effekten. Ja, der Look und das in Szene gesetzt. Cool aus, also das sieht alles echt wirklich. Mel Gibson kann auch Filme. Ich wollte gerade, der ist ein wahnsinnig guter Filmemacher. Als Regisseur kannst du nichts sagen. Da gibt's ja auch die South Park-Folge. Ja. Kannst du sagen, wenn du was willst, aber der Mann versteht Szenen. Genau. Say what you want about Mel Gibson, but the son of a bitch knows story structure. Ja, aber es ist wirklich ein wahnsinnig talentierter Typ, was das angeht. Muss man sagen. Ja, Jim Caviezel war es, ne? Ja, und das ist halt wieder auch so ein Problem. Ne? Also, der hat so ein bisschen die Rolle übernommen. Alter, 370 Millionen Domestic, also in Amerika, international 241. Holy shit. Aber hat halt dann weltweit $611 Millionen. Und der hat er selbst finanziert, ne? Ja. Oder? Ja, den wollte ja damals keine. Ist Icon nicht seine Produktionsfirma? Ja, genau, seine. Aber wenn du das mal mit
einem 1 Milliarden Marvel-Film vergleicht, ist eigentlich also ich hätte jetzt gedacht, dass der mehr eingeschlagen hätte weltweit. Also du musst auch sagen, das ist von vor 20 plus Jahren. Das ist, ja, okay, andere Zeit. Da gab es noch kein Marvel, was in Form so. Ich finde das logisch, dass der so viel in Amerika macht. Ja. So hoch, tief religiös, wie ein ganz großer Teil der Bevölkerung da immer noch ist. Und das wahrscheinlich genauso wie du über die Katholiken gesagt hast, das als wichtig empfinden, sich damit nochmal auseinanderzusetzen und das noch genauso verinnerlichen. Und genau dieser Schmerz und so. Wie gesagt, ich bin von dieser ganzen Welt mein ganzes Leben lang schon genervt, weil ich ständig höre, das weißt du nicht, aber das ist doch Religion, das ist doch Allgemeinwissen. Ich so, ich habe nichts mit Religion an Mut. Ich weigere mich, dass ich irgendwas wissen muss, was irgendwelche Leute denken, dass ich wissen muss, weil das vor 2000 Jahren angeblich passiert ist. Ich finde das halt ganz schwierig. So, deswegen. Ja. So. Verständlich. Damit hätten wir unsere Christenpflicht auch abgehakt. Ja, zu Ostern ist das doch mal ganz gut. Genau. So, dann haben wir noch. Voll Kontrast Ostern. Ich guck den Prinzessinnenfilm auf Aramäisch dann. Das passt schon. Dann gibt es vielleicht, wird wahrscheinlich nicht sehr breit starten, aber es ist vielleicht für einige Leute trotzdem interessant. Es gibt einen Film namens Opus Ryuichi Sakamoto. Das ist das letzte Konzert, was der Komponist Ryuichi Sakamoto gegeben hat. Wer nicht weiß, wer das ist, der hat unter anderem die Musik gemacht für Bertoluccis Der letzte Kaiser oder aber auch für Inaritos The Revenant. Ja, ist ein Film und halt auch so Musikkomponist. Und hier, kurz vor seinem Krebstod, hat er sich nochmal in einem Raum zusammen mit den engsten Vertrauten abfilmen lassen, wie er, glaube ich, 12 Stücke performt. Als er schon wusste, dass er schwer krank war. Ja, ja. Ah, cool. Also mit dem Wissen, dass es halt, und da, ja, wie gesagt, es sind so 12 Stücke, die so sein Leben repräsentieren. Das hat ihm bestimmt gut getan, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber. Die Nachwelt noch mal so. Aber wie gesagt, es ist halt auf jeden Fall ein einmaliges Dokument, nochmal ihn so zu erleben, weil der konnte dann auch irgendwann nicht mehr aufgrund seiner Erkrankung halt auf Tournee gehen oder Konzerte geben. Und das hat er halt noch einmal gemacht. Das läuft jetzt wahrscheinlich ganz klein in irgendwelchen Programmkinos so, aber wenn man Lust drauf hat, Opus Ryuichi Sakamoto heißt das. Und dann gibt's eine Wiederaufführung von Der Bader-Meinhof-Komplex. Der Deutsche? Der Deutsche. Roland Emmerich. Bernd Eichinger produziert, Uli Edel inszeniert, Moritz Bleibtreu, Martina Gedenk und so weiter stellen noch einmal den deutschen Herbst dar oder nach. In knapp bemessenen 150 Minuten versuchen sie, diese ganze Zeit irgendwie zusammenzuquetschen. Wir kriegen die Gefangenschaft im Stammheim mit. Wir kriegen, oder es geht los mit dem. Ah, geht's wahrscheinlich los, ne? Mit der ganzen. Mit dem Schar-Besuch in Deutschland und dem Tod von dem Studenten Benno Ohnesorg bei den Protesten dagegen und so weiter und so weiter. Und dann hangelt sich halt weiter in der Geschichte vor. Etwas, was dem Film immer wieder angekreidet wird, ist eben, dass diese schnelle Erzählung halt dafür sorgt, dass manche Figuren eigentlich nicht irgendwie wirklich nahe kommen oder in ihrer Motivation erklärt werden. Das merkt man am deutlichsten hier bei Moritz Bleibtreu als Bader. Aber ich muss sagen, der Film ist stark inszeniert. Ja, geiler Aufwand. Super wertig. Erklärt auch gut. Ganz toll, wertig. Ich fand den nur irgendwie nicht glaubwürdig inszeniert. Das fand ich, das hat mich. Ja, aber das ist, glaube ich, das Problem anhand der Taktung. Versteht die Motivation das halt. Das ist halt ein bisschen so grell, ne? Also, ich habe vorher das Buch gelesen und war dann ganz neugierig darauf, auf die Verfilmung. Und ich fand den auch unterhaltsam und interessant und auch ein bisschen lehrreich. Aber wie die halt so, wie die in Anführungsstrichen die Bande da spielen, auch wenn man weiß, dass die alle damals ein Riesenego hatten und gerade Bader und so, ich fand das irgendwie trotzdem. Ich finde, das wirkte irgendwie immer wie eine Karikatur, so wie das. Ja, sie wirken so ein bisschen wie so übelst unsympathische Fatzkes, wo man diesen Charme, den sie ja gehabt haben müssen, um Leute zu überzeugen, nicht wirklich nachvollziehen kann. Ja. So ging es mir. Bader, also gerade wirkt halt einfach super unsympathisch. Aber ich meine, das war ja auch wahrscheinlich. Ja, okay, aber frage ich mich dann trotzdem, wie haben sie es geschafft, Leute dafür zu motivieren? Weil da brauchst du jemanden mit Charisma. Ja, aber das war Bader. Bader war ja ultra charismatisch. Ja, das war ein Arschloch. Genau, das meine ich. Aber ich hätte gedacht, er hat die Leute irgendwie. Ich hätte gerne mehr gecheckt, wie er die Leute manipuliert hat. Genau, aber es war eher eine Abhandlung, dann passiert das. Ja, und ich hatte eher das Gefühl, es ist so Bully-esque. Also er hat so die Leute gebullied in diese Szene. Und das fand ich so ein bisschen, wo ich nicht ganz verstehe. Aber gut gespielt hat das schon, ist nur wahrscheinlich zu wenig Zeit. Fand auch Martina Gedeck ganz gut da drin, muss ich sagen. Eine Frage, kommt das jetzt nur wieder, weil die diese RAF-Terroristin gerade gecasht haben? Oder wie kommt so schnell können die doch gar nicht reden. Deswegen frage ich mich, wo da der Zusammenhang, warum kommt das jetzt wieder? Das ist eine Best-of-Cinema-Geschichte. Also das Studio-Kanal bringt schon seit diversen Monaten immer wieder Filme aus ihrem Programm wieder neu hoch. Also das ist jetzt, denke ich mal, einer davon. Haben Sie das jetzt Timing? Sie haben, ja, aber ich meine, ey, ne?
Passion Christi, One Life. Also ich sag mal so, das Timing ist entweder gut, unglücklich oder irgendwie merkwürdig. Aber ja, kann bewusst sein, kann aber auch einfach Zufall sein. Ja. So, dann haben wir noch einen Kinostart und ich glaube, das ist mit der beste Film diese Woche. Ich habe zumindest sehr viel Interesse dran. Kleine schmutzige Briefe heißt er. Basiert auf einer wahren Geschichte. Es geht um eine junge Frau, die lebt schon in zweiter Ehe, kommt in so eine Kleinstadt. Ihr Nachbar, alle möglichst streng, konservativ, sie aber halt, ne, geht gerne in den Pub, hat mal öfter große Schnauze so, lässt sich eigentlich nicht viel sagen. Und dann kommt's halt an einem Tag, an einem Geburtstag, glaube ich, an einem Geburtstag kommt es halt zum Stress mit ihrem Nachbarn und dessen Tochter, gespielt von Olivia Colman. Und nach diesem Streit landen plötzlich Briefe bei Olivia Colman, wo sie aufs Übelste beleidigt wird. Und diese Briefe kommen und kommen und kommen. Und der Vater von Olivia Colman denkt natürlich, das kann nur Jessie Buckley sein, die Nachbarin, die Robs freche Göre da, und beschuldigt sie und sorgt dafür, oder beziehungsweise will halt, dass sie in den Knast kommt. Aber es gibt eine Polizistin im Dorf, die der ganzen Sache nicht so ganz traut und die der Nachforschung entgegen des Willens ihres Chefes anstellt und versucht halt rauszufinden, wer die Briefe wirklich geschickt hat. Soll so eine Mischung aus sein, aus schon ein bisschen kauzig und lustig, so, ne? Also da sollen schon humorvolle Momente drin sein, aber nichtsdestotrotz soll auch der Regisseur immer wissen oder die Regie immer wissen, wann es angebracht ist, mal wieder unterzuschalten, um dann eben auch ernste Momente wirklich ernst sein zu lassen. Okay. Ja. Aber ganz schönes Star-Aufgebot, ne? Also all die, die da drin sind. Ich meine, das Mädel ist die aus Min, ne? Sie hier? Bitte? Das ist die aus Min, ne? Aus Men, ja. Men. Und der Typ am Anfang, der den Brief vorliest, ist es nicht das Weichei aus Fleabag, der peinliche Ex-Freund von dem Fleabag gewesen? Das habe ich jetzt nicht so wirklich im Schirm. Also ich wollte ganz sagen, ich finde, das sieht alles sehr hochwertig aus und die Story klingt für mich auch recht originell. Ja. Der ist auch super. Ja. Colman, ey, ich bin mittlerweile echt Colman-Fan, richtig auf Colman-Fan. Deswegen, also auf den habe ich ein bisschen Bock, den habe ich leider in der PV verpasst, da war ich nicht da. Aber ja, das ist so, scheint so jetzt für mich der momentan interessanteste. Es hauen sich eine Menge Leute gegen den Kopf. Ja, es ist so, ein bisschen das Land von Benny Hill, was erwartet. Ja, okay. Wer hat da Regie gemacht? Ich glaube, warte mal. Dann ist da? Nee, zu kurz. War gerade Deutsch, Dieslut. Also es ist nicht, keine Ahnung, niemand bekannt ist. Jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Eine Dame, glaube ich. Dieslut, die. Dies Tia Sherrock. Ein ganzes halbes Jahr hat sie vorher gemacht. Okay. Ja, so. Ich habe euren Witz leider nicht mitbekommen, deswegen. Dieslutti, ich habe nicht verstanden, warum da Deutsch steht. Ja. Ja, das passiert halt, wenn du. Dann kriegst du nur einen aufgewärmten Gag. Genau. So, dann haken wir mal schnell die Mediathekentipps ab. Beziehungsweise kommen wir zu den Mediathekentipps eben mal schnell. Da haben wir Tele5 Beach House. Ein schöner Body-Horror mit Lovecraft-Anleihen. Ja. Über ein junges Pärchen, das in ein Strandhaus kommt. Da sind plötzlich noch zwei andere Leute. Was nicht so ganz geil ist, aber dann kommt ein blauer Nebel und plötzlich fangen alle an zu mutieren. Das ist halt noch viel ungeiler. Fand ich gut. Fand ich auch gut. Also, aber ja, der Anfang ist schon ein bisschen behäbig. Muss man Bock drauf haben. Dann haben wir noch in der Tele5-Mediathek einen David Cronenberg-Klassiker, die Unzertrennlichen, über ein Chirurgen-Zwillingspaar, die sich sowohl die Arbeit teilen, als aber auch die Liebhaberin, bis sie eines Tages einer Schauspielerin begegnen. Chirurgen-Zwillingspaar, fängt schon geil an. Das ist so eindeutig Cronenberg schon beim ersten Satz. Aber es sind Chirurgen und sie sind. Ja, es ist einfach weird. Ja, und die haben halt generell so das Ding, sie tauschen halt dann einfach mal die Rollen. So, sie geben dann halt gewissen Personen vor, ein und dieselbe Person zu sein, obwohl es halt zwei sind. Und das passiert dann halt auch bei einer jungen Schauspielerin. Aber während Elliot denkt, ach komm, das ist just another one, verliebt sich Beverly, der andere Zwilling, eben wirklich in diese Frau. Und das bringt halt beide in eine ziemliche Krise, woraufhin der eine anfängt, Drogen zu nehmen. Und der andere halt dann denkt, oh ja, gut, wenn es meinem Bruder so schlecht geht, muss ich halt hinterher. Bisschen wie Prestige, ne? Jo. Jeremy Irons, Genevieve Bujold, die originale Captain Janeway, bevor sie ersetzt wurde von Catherine Mulgrew. Okay. Oh. So, dann haben wir noch No Escape in der ZDF-Mediathek. Owen Wilson in einer Actionrolle. Okay, ich dachte, da gab es nicht den 90er mit Ray Liotta. War das nicht No Escape? Das der Insel? War Flucht von Absalon, ja. Ja, ja, hieß nicht No Escape im Original? Ich weiß nicht, kann gut sein. Hier geht es um eine Familie, die ist nach Südostasien gezogen und dann
bricht plötzlich ein Aufstand aus und sie müssen halt aus dem Land fliehen. Mhm. Soll wohl nicht frei von Härte und soll auch sehr spannend sein. Ich habe den immer noch nicht gesehen, aber ich glaube, unser Kollege Eddie findet den Film ganz gut. Ich finde dagegen Mommy ganz gut von Xavier Dolan. Ist der hier so hart? Ich traue mich seit Jahren, mir nicht den anzugucken. Also, wie meinst du hart? Also ja, ist doch, das psychologisch so, ja, so ist niederschmetternd? Es ist schon niederschmetternd, ja. Oh ja, nee, dann. Aber es ist auch schon schön. Ja, ja, das ist ja das Schwierige. Und hier unser Kollege Max, muss ich sagen, in der Hauptrolle spielt wirklich, ey, der spielt richtig. Stimmt, gut. Jetzt, wo du sagst, ja, genau, Max. Und ich mag den Film. Also, es geht hier halt um eine etwas, ja, etwas ältere Mutter, die sehr viel Probleme mit ihrem Sohn hat, der schon durch diverse Pflegefamilien und Heime gegangen ist, immer wieder zu ihr zurückkommt, aber sie mit ihrer Lebensart und Art und Weise ist nicht wirklich in der Lage, ihn zu bändigen, bis dann plötzlich eine neue Nachbarin auftaucht und zu der Junge dann irgendwie ein bisschen, ja, Vertrauen aufbaut und offener wird und daraus entsteht so eine Dreiecksbeziehung, bei der man glaubt, oh, vielleicht geht's ja doch mal ganz gut aus. Mhm. Muss uns überraschen lassen, ich fand den Film wirklich stark. Ich gucke den sehr gerne, auch wenn er halt echt niederschmetternd ist. Findest du Snatch ist gut gealtert? Ja. Ich finde, man merkt Snatch immer an, ich war 2002 oder so, ich weiß immer genau die Welt, wie die Welt ausgesehen hat, als Snatch hip war. So, und ich finde das interessant, weil heute weiß man mittlerweile, okay, das ist der typische Guy Ritchie-Stil, ne? Aber damals war das alles frisch und ich will nur eine Sache dazu erwähnt wissen: dieses berühmte I'm coming to London. Sequenz, ja? Kennt ihr das noch? Mhm. Pip sitzt in Amerika. What are you doing? Weißt du nicht, warum er ein Problem mit Gambling hat? Ich komme nach London, Und dann schlägt Klatsch. Ihr glaubt nicht, wie viele Jahre das Schnitz das beeinflusst hat. Wie viele Leute das immer wieder versuchen, bis heute, das zu machen. Und es funktioniert nicht immer. Und davor hat es auch keiner gemacht. Also allein dafür finde ich den Film super spannend. Und dass man halt den Hollywood-Star nicht versteht in dem Film. Das ist ein bisschen wie bei, ist es Edgar Wright? Ja, Edgar Wright ist ja ähnlich, ja. Wie bitte? Edgar Wright ist ja, weil da gibt's ja auch bei den Cornetto-Filmen gibt's dann ja auch so. Wenn er nach Norden reist. Absolut. Und immer er sitzt an der Bushaltestelle oder an der Bahnstation mit seiner Blume. Die Pflanze sitzt immer an Bushaltestellen. Genau das. Das ist eine Fortsetzung. Die Balken gehen runter. Du siehst, es ist so ein geiler Übergang. Genau. Zu zeigen, er ist am Arsch der Heide gerade. Ja. Und es wird innerhalb von 5 Sekunden wunderbar erzählt. Aber bei Snatch hast du halt diesen Running Gag auch. Das ist einfach geil. Aber da war das wollte ich nur sagen. Die haben was Neues gemacht und danach hat das viele, viele andere Filme und vor allem Werbung natürlich. Ja. Falls jemand Snatch noch nicht gesehen hat, beeilt euch, er ist nur noch bis zum 30.03. in der ZDF-Mediathek. Es geht um einen Boxpromoter, der plötzlich in der Zwickmühle steckt. Dann muss er noch einen viel schlimmeren Boxpromoter, ist er einem Gefallen schuldig, was dazu führt, dass jede Menge, sag ich mal, nicht zu verstehende Gestalten plötzlich auf den Plan treten. Ja, aber wirklich nicht. Ein Diamant, nicht zu verstehen. Ein Diamant im Magen eines Hundes landet. Und ja, noch diverse andere Guy Ritchie-typische Dinge entstehen. What are you waiting for? The German? The German. Ja, also, ey, Snatch finde ich mit einem der besten Filme, die Guy Ritchie jemals gemacht hat. Das denke ich auch, ja. Gut, so, damit wären wir beim Streaming. Da haben wir hier was Chinesisches. Heroes of 38. Ein Film über eine, ja, sogenannte Spezialeinheit der Chinesen, die Railway Brigade, die halt versucht hat, während des Zweiten Weltkriegs unter japanischen Besatzung halt diverse Züge und Nachschublieferungen der Japaner aus den Fugen geraten zu lassen, beziehungsweise entgleisen zu lassen oder halt zu sabotieren. Und die Japaner sind ihnen halt mit dem Geheimdienst auf den Fersen. Ist halt Kriegskino aus China. Kannst du Kriegskino auch gut gucken, wenn im wahren Leben gerade viel Krieg stattfindet? Ich merke gerade, dass ich gerade keinen Bock auf Kriegsthema habe. Ja, habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht. Ne? Ich habe Probleme, wenn mit dem. Weil Krieg ist gerade, also ich weiß nicht, Entschuldigung, aber. Nee, erzähl. Aber ich glaube, Krieg ist, wir leben seit mindestens zig Jahren mit immer noch existierenden Kriegen. Wir kriegen nur nicht davon mit. Du weißt doch, was ich meine, Daniel. Ja, also das ist jetzt nahe dran. Aber ist es nicht ein bisschen. Ich sag nur, wie ich fühle. Ja, ja, aber die Sache ist ja die. Es gab ja schon vor der Ukraine Kriege in der Welt. Ja, aber nicht in Europa. Also, bis auf Balkan. Aber macht es das besser, weil es in Europa ist? Ich wollte nur sagen, für mein Gefühl, dadurch, dass du täglich mit dem Horror in der Ukraine und in Gaza und in Israel quasi konfrontiert bist, belastet mich das mehr
als dass ich jetzt dann abends auch hätte, mir das gleiche noch mal in fiktiver Form anzugucken. Kann ich absolut. Das merke ich nur gerade. Das fand ich spannend, weil ich das eigentlich nie so bemerkt habe. Also ich kann's nachvollziehen. Mir geht's, glaube ich, mehr dann darum, wenn es dann so aktuelle Konflikte sind, die auch gerade am Laufen sind oder wo es sehr zeitlich nah dran ist. Wenn es so historische Sachen sind, habe ich zum Beispiel für mich persönlich jetzt nicht ein großes Problem, wenn es so Zweiter Weltkrieg oder andere Sachen sind. Ich habe eher die Probleme mit so Titeln. Also so, so Heroes, wenn schon in einem Kriegsfilm Heroes verarbeitet, wenn das nicht ironisch oder selten ironisch, aber in irgendeiner Form schon quasi das Thema auch ist, ne, dass es keine Helden gibt im Krieg und so. Ja. Aber ansonsten, wenn du ernsthaft Heroes of 38 und das ist auch der Propagandagedanke, wenn es aus China kommt, noch mal behindert. Ja, Moment, das muss man, glaube ich, muss man noch ein bisschen trennen. Ich mag einfach nicht Konflikte so einseitig schwarz-weiß zu beleuchten. Wenn das schon im Titel so klar ist, da brauche ich dann irgendwie den Film gar nicht sehen. Ja, aber dann kriegst du einen Action-Abenteuerfilm. Genau, ist ja auch okay. Wenn mich sowas interessieren würde, ja, aber ich bin da ein bisschen wie du. Ich bin auch übersättigt mit realistischem Krieg und nostalgischem Krieg. Sci-Fi von mir aus, Dune, das ist okay so, aber ansonsten. Ja, stimmt. Das ist aber auch wahrscheinlich der deutsche Titel, ne? Also man muss jetzt dazu sagen, das ist, oder der internationale Titel. Ja, war jetzt auch. Also das ist jetzt nicht der Titel, der chinesische Originaltitel. Wer weiß, ob der genauso heißt oder ob der wirklich vielleicht am Ende einfach Railway Brigade heißt oder sowas. Aber sowas machen die häufig, ne? Solche Filme, die halt im Zweiten Weltkrieg spielen, so ein bisschen Heldengeschichte. Ja, ja. Also genau, haben wir fünf Stück davon in den letzten fünf Jahren gehabt oder so? Also China, gerade bei sowas sind die halt mit dabei. Ich meine, was sollten sie jetzt auch für aktuelle Konflikte mit einbeziehen, ohne, sag ich mal, den Zorn? Und Taiwan können sie doch schon mal ein bisschen vorbereiten. Können sie, ja. Taiwan 2040, ja, vorausschauend. Ja, wird noch kommen. Anderen Thema dann. So, dann haben wir ein Remake von Lohn der Angst, der schon eigentlich geremaked worden ist, damals von William Friedkin in den 70er Jahren, beziehungsweise im gleichen Jahr, als Star Wars rauskam, weswegen er halt auch wirklich untergegangen ist, der arme Sorcerer. Aber hier, Lohn der Angst, das Original, wird jetzt noch mal neu aufgelegt, oder wurde jetzt noch mal neu aufgelegt, aus Frankreich, wo es darum geht, dass eine brennende Ölbohrquelle das Leben der umgebenden Bevölkerung gefährdet. Und jetzt müssen halt vier, fünf Spezialisten müssen jetzt halt dahin fahren mit einer Menge Nitroglycerin und müssen halt diese Quelle sprengen, damit quasi das versiegt. Und ja. Klingt nach 30 Minuten Film. Aber ist wahrscheinlich mehr. Ich bin gespannt. Ich hab ein bisschen Lust drauf. So. Ich weiß nicht, ob der cool ist, so, aber ich bin gespannt, weil Lohn der Angst ist halt schon echt ein Klassiker. Ne? Wann ist denn das Original? 53. Muss ich sehen, dass das Sorcerer ein Remake ist, wusste ich nicht. Von Henri-Georges Clouzot. Wie gesagt, da ging es damals, der mussten sie, glaube ich, durch den afrikanischen Dschungel. Sorcerer von William Friedkin hat es dann in Südamerika verlagert. Jetzt ist es halt in der Wüste. Und jetzt müssen sie halt durch von Rebellen besetztes Gebiet, Minenfelder, unwegsames Gelände und so weiter und haben halt Tonnen von Nitroglycerin hinten drauf. So. Ich mag Man in the Mission. Ich mag sowas. Ja. Ja. So, dann haben wir The Boys in the Boat. Darf ich das zusammenfassen? Ich habe es ja gestern noch extra gesehen. The Boys in the Boat? Ja. Hau rein. Also, die Winklevoss-Twinks haben Rudern erfunden. Und dann, weil sie es erfunden haben, haben sie auch gleich noch einen Weltrekord gemacht. Und die waren vorher, hatten die kein Geld vor Facebook, das wusste ich gar nicht. Ja, das geht echt um die Winklevoss. Okay, alles klar. Aber es ist nicht dachte kurz. Und es ist ja Hammer, oder? Also, ich dachte kurz. Hübsche, weiße, junge Männer, die gerne rudern. Die rudern gegeneinander und dann gibt's aber eben ein Team, was sich hervortut, was aber eben nicht der Elite angehört, aber eben, wie man kennt das ja, ne, dann ein Stipendium hat und einfach wahnsinnig gut rudert, als würde es um ihr Leben gehen. Und dann gibt's diesen einen Moment, wo sie zeigen, dass sie halt das Rudern offensichtlich neu erfunden haben, besser verstanden haben als alle anderen und einen Weltrekord auslösen. Und damit sind sie dann halt quasi drin im Game. Und rudern dann halt. Viel mehr kann ich offen gesagt nicht sagen. Ich habe ihn gesehen, aber ich fand ihn echt so ein bisschen einfach. Der ist da hingeplätschert? Also, ja, ne, es ist wirklich, er zieht sich und so. Also zieht! Ja. Ich finde ihn okay, aber der Film hat nichts, was mich irgendwie, was mich so groß interessiert. Der hat jetzt auch keinen großen Struggle, weil die Leute eigentlich von Anfang an saugut sind und man irgendwie das Gefühl hat, okay, da wird jetzt so regietechnisch noch mal ein Moment eingebaut, wo sie es nicht hinkriegen, wo sie asynchron sind. Aber im Grunde hast du das Gefühl, die sind doch schon voll gut von Anfang an. Und der Moment, der eigentlich, glaube ich, wichtig sein soll, nämlich der Moment, wo sie, also sie haben so diese, sie rudern halt, dann hat dieser eine, sie haben vorher so 35 starke Zügel trainiert und dann kommt der eine auf die Idee, so,
wir machen jetzt die 35 Züge mitten im Rennen und dann machen sie diese Züge und gewinnen und machen halt noch irgendwie einen krassen Rekord. Ich habe diesen Moment nicht mal richtig verstanden, weil er ein bisschen, er ist halt belanglos so ein bisschen. Also ich weiß nicht so ganz, was der Film mir geben will. Aber weiße, reiche, elite Dudes in ihren sind Boten. Moment. Wann spielt denn das? 50er Jahre? 30er. Ne, ich finde einfach, der Film ist einfach ein bisschen belanglos. Der hat mir nichts beigebracht oder gezeigt, was ich nicht schon gesehen habe. Also du kanntest die Geschichte des amerikanischen Olympia-Achters von 1932? Wie gesagt, ich fand es nur nicht gut erklärt und ich fand es auch nicht, dieser Struggle war jetzt für mich nicht spektakulär inszeniert oder so. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Also ich fand es aber langweilig. Einmal kurz nochmal, um es ein bisschen genauer oder ein bisschen zu präzisieren. Diese Jungs, die da in dem Boot hocken, sind nicht die eigentlichen Ruderer, die nach Olympia gehen sollen, sondern es sind wirklich arme Jungs. Die werden genommen, weil die halt sich dafür engagieren oder beziehungsweise sich dafür anmelden, weil es heißt, dass das Ruderteam Geld bekommt. Amerika steckt in der Wirtschaftskrise und all diese Jungs, die sich dafür bewerben, wollen natürlich halt auch erstmal Geld haben. Okay, das ist ein guter Punkt. So, ja, weil wir anhand der Hauptfigur, dieses Joey Rans, wie er heißt, oder Rans, bei dem kriegen wir halt mit, Löcher im Schuh, kein Essen und so weiter, wirklich arm. Und der macht dann nur mit, weil er halt Geld dafür kriegen soll. Mhm. Und dann ist es auch nur das Junior-Team. Ja, also die eigentlichen College Boys sollen ja eigentlich. Die haben schon ihr Ticket. Genau, die haben schon ihr Ticket. Und das ist halt, das ist das, was ich meine. Es ist halt dieses klassische, die Reichen machen sich da ihren Sport klar, kaufen die Leute ein, haben das dann schon vorbereitet. Plötzlich kommen da die armen Säcke, die aber besser sind und werden halt quasi vorgezogen. Ja. Das ist natürlich der typische Klassenkampfgedönse. Racks to Racks. Nur am Ende sind es trotzdem alles privilegierte weiße Dudes in einem Kanu, also sorry. Ich finde das alles total logisch, was ihr sagt. Ich frage mich nur, weil ich eben gelesen habe, dass das ein Bestseller, New York Times Bestseller Platz 1 war. Was ist denn dann das Spannende an der Geschichte wirklich? Also ist die Geschichte die gleiche wie im Buch? Ja, ich weiß nicht. Oder wisst ihr das? Ich habe das Buch nie gelesen. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mal. Das klingt alles wie total 0815. Ja, es ist auch ein 100 pro 0815. Es nicht ist schlecht, aber ein typisches Sport-Underdog-Drama, von dem du schon Tausende gesehen hast. Ja. Und es exerziert aber auch all das durch, wirklich von vorne bis hin, was man schon kennt. Private Probleme, dann kommen sie sich näher, dann ist noch mal, dann wird der eine noch mal irgendwie kurz vor, ach nee, das war der eine, doch, der eine wird kurz vor dem wichtigen Rennen noch mal rausgekickt, weil er irgendwie nicht motiviert ist. Man müsste das mal strukturell mit Cool Runnings vergleichen, ehrlich gesagt. Ja, da kommen wir gleich. Das ist wahrscheinlich strukturell genau der gleiche Punkt. Da kommen wir gleich zu. Ja, ne? Next Goal wins. Ich finde es halt, ich finde es halt immer wieder faszinierend, dass George Clooney solche Filme macht. Clooney? Ja. Der Film ist von George Clooney. Und ich finde halt, das sind immer so Filme, die eigentlich für, weiß ich nicht, die Väter aus einer anderen Generation gemacht sind. So, also ich glaube, Anfang der 2000er wäre das noch ein sicherer Platz 3, 2 in den Box-Office-Charts. Weil die noch leben alle, die das gucken wollen. Ja, das kommt noch hinzu. Die dabei waren. Ja, aber er macht halt immer irgendwie so Filme, wo ich mir denke, echt so gut, er versucht irgendwie das Gute im Menschen vielleicht ein bisschen darzustellen. Ja, ey, es gibt eine Szene, da habe ich auch gedacht, oh Mann, muss die jetzt wirklich sein? Weil da stehen sie dann halt bei dem Einmarsch ins Olympiastadion, stehen sie neben Jesse Owens. Mhm. Und dann sagt der eine zu dem, ey, zeig's den Deutschen. Mhm. Und er so, nee, ich zeig's Amerika. Mhm. Und da merkt man halt, da ist dann wieder der Regisseur Clooney, der halt dem eigenen Land noch mal ein bisschen kurz eine Anleitung geben möchte. So. Ich habe auch nicht verstanden, warum er Hitler da einbaut. Das hätte ich nicht gemacht. Als Originalfutter? Oder nee. Als der ist quasi ein anderer Darsteller. Er hat einen eins, zwei. Ja, weil die haben auch so vorne diese Tröte, ne? So diese anmontierte Tröte. Ich tut mir leid, dass ich den Film nicht so hundertprozentig ernst nehme. Du dir das aber mit der Ruderform dann so? Ja, also ich hätte Adolf da rausgelassen aus der Nummer. Weil es wirkt ein bisschen lächerlich. Muss ja wirklich nicht sein. Wenn dann Adolf da mit der Faust auf den. Was machen denn diese weißen Jungs da? Na gut, in seinem Boot hocken auch nur weiße Jungs. Also das kann man die anderen. Genau, der Feind hat halt gewonnen. Das geht. Der Feind hat gewonnen, ja. Aber dass Adolf halt wütend mit der Faust auf das Marmorpult haut und dann wutentbrannt davon geht. So. Obwohl, das wissen wir, dass er so nicht war, ne? Aber ja, die Amerikaner denken wahrscheinlich, ja, guck mal, Hitler hat sich auch geärgert. Ich fand's trotzdem. Ich geärgert, weil die Drogen alle abgeklungen haben. Ich fand's trotzdem ein bisschen albern. Man hätte es im Sportlichen lassen können. Das kann man, genau, das macht so ein bisschen.
bisschen. Ja, genau. Genau, das hat so einen kleinen. Unseriös. Aber ich bin dem Film jetzt auch nicht böse. Ich gebe Simon recht, der plätschert halt schon ein bisschen dahin so. Und schafft es nicht so richtig, die Höhepunkte aufzubauen. Aber alles in allem war es jetzt auch nicht so allzu schlimm. Ich kannte die Geschichte halt nicht. Es ist interessant, wenn man sich dafür wirklich interessiert. Aber wie viele Leute gibt's wirklich? Aber ich sag mal so, Rudern ist vielleicht auch nicht die spannendste Sportart, um sie in Szene zu setzen. Das meine ich. Es ist für den Novizen, für den Anfänger, für wie uns so schwer zu erkennen, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Das meine ich. Es ist so, die hätten das ein bisschen mehr rausarbeiten müssen, warum die dann so gut waren. Weil ich habe ihn gesehen und es nicht verstanden. Ach so, das wird nicht erklärt, warum die gut rudern können. Naja, die sind halt schon, aber ich habe es nicht verstanden. Die sind halt eins. Ja. Sie sind halt einer. Die anderen, nicht, die anderen haben nie daran gedacht, vielleicht zusammen zu rudern. Ja, ich wollte gerade sagen. Wir machen auf zwei. Ja, okay. Nee, der Witz ist sowas, dieser Moment ist ja wirklich so. Und jetzt rudern wir mal 35 Mal am Stück, als ob da nie jemand drauf gekommen ist. Wirklich. So, das ist für mich irgendwie weird. Aber ey, wie gesagt, ich soll's Maul halten, weil ich habe wirklich von dem Film halt keine Ahnung. Ja, ey. Aber den, ich, man hat das alles schon gesehen. Leid, Remember gesehen the Titans und was weiß ich. Das ist wirklich das typische amerikanische Sportdrama. Ein bisschen lustiger wird's dann halt, aber auch so formelhaft. So ähnlich, ne? Ja, wird's dann bei Next Goal Wins. Aber maximal nur ein bisschen lustiger, muss ich sagen. Ja, da kommen wir gleich drauf zu. Es gab eine Dokumentation über die amerikanisch-samoanische Nationalmannschaft, die den höchsten die höchste Niederlage in einem internationalen Fußballspiel erreicht hat. Die hat nämlich 31:0 gegen Australien verloren. Ja. Und daraus wurde eine Doku gemacht. Und diese Doku hat Taika Waititi gesehen, hat gedacht, komm, da machen wir einen Film draus. Ah. Und jetzt erzählt er halt die Geschichte der amerikanisch-samoanischen Nationalmannschaft, die von einem Holländer trainiert wird, der von Michael Fassbender gespielt wird, einem Alkoholiker und geschiedenen und am Boden zerstörten Mann, der jetzt halt nach amerikanisch-Samoa geschickt wird, obwohl er eigentlich gar keinen Bock hat, aber er ist halt auch als Trainer, als Fußballtrainer nicht wirklich besonders erfolgreich. Und ja, und dann passiert das Gleiche wie bei so vielen anderen Cool Runnings und was weiß ich, Filmen oder Eddie the Eagle und so. Der grantige, vom Leben gebeutelte, das Leben ablehnende Trainer kriegt nochmal eine Chance und entdeckt über diese Chance quasi, wie wertvoll es ist, Spaß am Sport zu haben und halt eine Familie, eine Einheit, ein Team, einem Team anzugehören. Denn er kommt hier nach amerikanisch Samoa, die Fußballer sind alle irgendwie schlecht, aber irgendwie kriegen sie es hin, dann doch noch mal, sag ich mal, sich zu motivieren und eine Art Mannschaft zu bekommen. Ach, die schaffen das dann doch noch, eine Mannschaft zu bekommen. Ja, ja, im großen Turnier. Oh, krieg ich jetzt Bock. Es gab da diesen einen Satz, den die Ex-Frau von dem Fußballtrainer gesagt hat, wir haben dich nicht runtergeschickt, damit du ihnen was beibringst, sondern damit sie dir was beibringen, so paraphrasiert. Ja. Und wegen aus, ich glaube, also du hast alles schon zusammengefasst. Wir haben Cool Runnings erwähnt, das ist Taika Waititi macht Cool Runnings, nur nicht so lustig. Hatte ich persönlich den Eindruck, ich mag Taika Waititi-Filme eigentlich sehr gerne, muss ich sagen. Also What We Do in the Shadows ist ein All-Time-Classic für mich, einer der lustigsten Filme, die ich hier gesehen habe. Und auch sowas wie Jojo Rabbit, also sehr, sehr einnehmend zum Beispiel. Das hier, das ist so auch hier dahin geplätschert, muss man sagen. Maximal amüsant, lebt durch seine Charaktere, die dann Taika Waititi-artig nochmal so ihre eigenen Eigenheiten haben. Michael Fassbender, sein Charakter hat sich für mich die meiste Zeit des Films darüber angefühlt, als ob er eigentlich zu einem anderen Film gehört. Weil der einfach, er muss ja so ein bisschen auch der Straight Man sein, damit es funktioniert, aber der spielt in einem Drama gefühlt mit, wo die anderen in der Comedy drin sind. Es gibt einen Moment, sowas ist schwierig, es gibt einen Moment im Film, der das dann so erklärt, warum das so ist. Und das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob das auf der wahren Geschichte beruht, was sie da sich so überlegt haben als Storykniff, der nochmal mit reingeht, der das nochmal so ein bisschen in den Kontext setzt. Und ab dann hatte mich der Film so ein bisschen mehr. Aber ich war erstaunt, dass so ein Taika Waititi-Film nicht so wirklich bei mir gezündet hat. Der ist nicht schlecht zum Anschauen. Ey. Also ich hatte einfach mal Bock auf so einen Happy Film gehabt. Ich würde noch mal ergänzen, wir haben jetzt quasi einen Kulturkreis, wenn Taika Waititi so Filme gemacht hat, das war ja für sich Neuseeland, die Kultur kennt er, das ist jetzt amerikanisch Samoa. Ich weiß nicht, inwiefern der so der Experte für die Kultur da ist, um quasi das so ein bisschen auch durch den Kakao zu ziehen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob er das darf auf die eine oder andere Art, weil ich kann es nicht beurteilen. Wo liegt denn amerikanisch Samoa genau? Im Pazifik. Wir haben es gezeigt. Im Pazifik liegt wo? Das. Zwischen. Ich hatte jetzt gesagt, nördlich von Australien. In der Nähe. Ist sogar die weiteste amerikanische Nationalität. Also genau, das Territorium. Amerikanische Territorium vom Festland gesehen. Genau, so östlich von Australien und geteilt mit richtigen Samoa. Okay. Also, ich finde, Gregor hat eigentlich recht. Also, es gibt hier in dem Film eigentlich zwei Filme.
beziehungsweise es gibt sogar eigentlich drei Filme. Es gibt die Geschichte der amerikanisch-samoanischen Nationalmannschaft. Es gibt die Geschichte von Michael Fassbender, ja, der halt, und das muss man auch dazu sagen, der nach diesem Film erstmal ein Jahr Sabbatical genommen hat. Also Fassbender sieht in diesem Film wirklich fertig aus, ja, und war zu diesem Zeitpunkt auch echt fertig. Weil er überarbeitet war. Weil er überarbeitet war, so, ja. Und das merkt man, finde ich, seiner Performance. Das ist. Vielleicht hilft das. Immer noch solide, vielleicht aber nee. Beim Alkoholiker so. Es ist immer noch solide. Aber es ist ernst. Das wird ja echt zu ernst. Ah, genau, okay. Es ist so ein bisschen. Also er bestellt dann halt was? Er bestellt sich einen Wein, einen Whisky, einen Wein und ein Bier. Mhm. Und sie wollen irgendwie wissen, was davon. Nee, alles halt. Und das sind so irgendwie so. Das ist, könnte lustig sein, aber es ist irgendwie nur traurig. Mhm. Also so als Beispiel jetzt. Okay. Verstehe. Also und, so ein bisschen, er ist halt einfach ein Gescheiterter, der aber dann auch, finde ich, nicht so viel lernt von den anderen. Und dann gibt es halt noch die Geschichte der Figur, die von einer Dame, meine ich, muss man sagen, namens Kaimana gespielt wird. Denn in amerikanisch Samoa gibt es ein drittes Geschlecht. Und das nennt sich Fafine. Das ist ein Mann, der zu einer Frau wird, der das Aussehen und die Lebensweise einer Frau annimmt oder das Geschlecht einer Frau annimmt, der aber nicht zwangsläufig homosexuell sein muss, der als drittes Geschlecht einfach in amerikanisch Samoa komplett akzeptiert ist. Mhm. Also der lebt da einfach. Aber gilt das nicht dann auch für rückwärtsgewandte Geschichte? Es gibt das Ganze auch von der Frauenseite aus, okay. Aber deutlich seltener. Deutlich seltener. Mhm. Und das basiert halt auf einer wahren Figur. Das ist die erste Transgender-Person, die in einem internationalen Fußballwettbewerb mitgespielt hat. Die Figur gibt's echt, die gibt's wirklich. Man sieht's am Ende ja, wo noch. Genau, man sieht sie am Ende. Die 2011 und die wollten sich für die WM 2014 qualifizieren. Mhm. Also relativ frisch noch. Ja, genau. Und über die hättest du einen eigenen Film drehen können. Mhm. Ja, weil allein die Tatsache, dass in amerikanisch Samoa ein drittes Geschlecht existiert, was vollkommen akzeptiert ist, mhm, ja, was halt wirklich einfach Teil des Kulturkreises ist, das fand ich schon spannend. Ja. Und auch der Umgang, wie Waititi hier mit der Figur umgeht, das fand ich super. Das war sehr schön gelöst. Das sind mitunter die stärksten Momente im Film. Genau, das finde ich auch, mitunter die stärksten Momente. Allein sie hätte schon, und ich sag bewusst sie, weil sie heißt Jana, glaube ich, und hieß vorher mal Johnny. Es gibt ja auch diese Deadname-Momente. Genau, diesen Deadname-Moment. Diesen klassischen Moment, wenn jemand das nicht akzeptieren will, dass du einen anderen Namen hast. Ja. Und das finde ich, das wurde auch nochmal schön auf den Weg gebracht. Und das hätte einen eigenen Film verdient gehabt, beziehungsweise hätte man einen eigenen Film draus machen können. Mhm. Und Waititi versucht jetzt diese drei Geschichten irgendwie miteinander zu kombinieren und bleibt meiner Ansicht nach immer ein bisschen zu fröhlich. Obwohl, und das muss ich halt sagen, ich kann dem Film nicht so viel böse nehmen. Ich war wirklich am Ende, ich fand das herzlich. Der hat das Herz am rechten Fleck und das war eine sympathische, schöne Geschichte, in der es nicht darum geht, irgendwie zu gewinnen, sondern einfach eben zu sagen, hey, wir gehören zusammen, wir sind ein Ding und wir gehen durch dick und dünn oder wir gehen zusammen dadurch, egal ob wir verlieren oder nicht. Darauf kommt es nicht an, ob wir gewinnen oder verlieren, sondern darauf, dass wir zusammen sind, dass wir zusammengehören. Das fand ich cool. Es sind sehr charmante Figuren, wie Titi das sehr gut machen kann. Auch der Fußballfunktionär von dieser, dem Fußballverband von amerikanisch Samoa, der sagt halt so, ey, entweder wir gewinnen jetzt dieses Spiel oder wir schießen jetzt ein Tor oder die malen mir Brüste ins Gesicht. Ja? Und dann siehst du ja kurz Zeit später mit diesen Brüsten im Gesicht und dann sagt er, das haben sie mit Permanentmarker gemacht. Wisst ihr, was Permanentmarker bedeutet? Und wir haben noch für eine so 20 Minuten für Nachfolgungsfilm immer blasse, immer noch die Brüste im Gesicht hat, über mehrere Tage. Und ey, wirklich, also das finde ich einfach, so finde ich das eine schöne aber Geschichte. Ja, es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, da machst du tatsächlich so ein Drama auf die eine oder andere Art raus, weil dann eben so die ernsten Geschichten vom Trainer und von der Dame damit dabei sind. Wenn du dann dieses Lockere drumherum hast. Ich habe die Doku jetzt nicht gesehen, die dazu entstanden ist. 2014 müsste ja auch, glaube ich, rausgekommen sein. Inwiefern, wie wurden diese echten Personen dann nochmal dargestellt? Ich glaube, dieser Torwart, der ja auch die 31 Tore kassiert, ist ja auch eine echte Person, die dann mitgemacht hat. Aber wie viele von den anderen bunten Charakteren sind dann realen Vorlagen entsprochen? Keine Ahnung, ob du mit so einem Hintergrund tatsächlich dich auf den ersten Film konzentrieren kannst und ob
Taika Waititi wirklich einen ernsten Film machen kann, ohne ein komödiantisches Element. Na, das hat bei Jojo Rabbit sehr gut funktioniert, aber das war auch dann rein ernster Film. Genau, da war halt, weil die Lockerheit da auch gut mit dem konterkarierte. Das hat hier nicht ganz so gut ineinander gegriffen, fand ich. Ja, aber ja, Jaya Selua, so heißt die Dame, die, wie gesagt, erste Transgender-Person an einem internationalen Fußballwettbewerb gewesen. Und auch die erste Farafina, die halt für Samoa überhaupt Fußball gespielt hat. So. Und das finde ich halt, finde ich einen spannenden Punkt. Ja, noch nie von gehört. Eben, ich auch nicht. Und deswegen, also ist ein bisschen schade, dass das alles in diesen einen Film gepresst ist, weil dadurch kommt es eben zu den Versäumnissen an manchen Stellen. Ich wollte vielleicht ein bisschen zu viel. Ne? Aber ja, aber ich finde auch, dieser Spagat zwischen ernst und mitfühlend und humorvoll, der ist ihm in Jojo Rabbit besser gelungen als eben in Next Goal Wins. Und was ich ergänzen würde, du hast ja auch so ein bisschen dann nochmal so die, wo du richtige Comedy-Leute dabei hast, wie Will Arnett, der so kleine Rollen ausfüllt. Ich sehe da nur Will Arnett in der Rolle. Und ja, ich kann nicht aber, die. Aber weißt du, was da das Will Problem Arnett ist? Kann ich aber auch nicht anders sehen. Ja. Wisst ihr, was da das Problem ist? Was denn? Will Arnett war vorher nicht geplant. Nee. Will Arnett wurde nochmal nachträglich dazu geholt, um alle Szenen, die bislang mit einem anderen Schauspieler gedreht wurden. Ach nee. Wer wurde gecancelt? Ja, wer wurde gecancelt? Armie Hammer. Da sind wir bei den Winkelwurst-Twins wieder. Ach, ich weiß gerade nicht, wer Armie Hammer ist. Der Winkelwurst. Die Winkelwurst-Twins. Okay, und was, der Kannibale. Was haben die denn jetzt gemacht? Was? Hä? Moment. Was? Der Darsteller, eine von den Winkelwurst-Twins ist der Kannibale? Nein, der Darsteller von den Winkelwurst-Twins ist nur einer. Ja. Der Darsteller aus Social Network, ja, ne? Exakt. So. Und ich dachte gerade, was, einer von den Winkel, was ist Kannibale? Armie Hammer hat diverse Skandale mitgemacht in den letzten Jahren. Und Armie Hammer hat die Rolle gespielt von Will Arnett und wurde dann halt aus der Produktion entlassen, weshalb sie halt Will Arnett dazu geholt haben, um dann halt alles nochmal neu. Hollywood, ne? Crazy. Okay. Ich fand, Elizabeth Moss hat ihre Rolle gut gemacht, die kurze Screentime, die sie hatte. Aber ich fand, die ist nur ganz wenig, ganz kurz dabei. Ja, was heißt ganz kurz? Relativ. Die sieht man halt immer mal wieder, aber die ist nicht die Haupt. Wie gesagt, sich, dass sie sowas mitmacht, ne? Die mögen sich wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich so ein Buddy-Move, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich mache mit. Ja, kommst mal kurz nach. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht. Ja, warum man, macht man sicherlich häufiger. Ja, glaube ich auch. So, Freunde, jetzt kommen wir mal endlich zum Thema. Das waren die Filmstarts für diese Woche. Also, ich muss sagen, ich fand Next Goal Wins nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht worden ist bei vielen Kritiken. Der hat so irgendwie so 4 oder 5 von 10, glaube ich, als Durchschnitt. Ja, und das finde ich ein bisschen zu hart. Wenig. Ja, also dafür tut mir der Film zu wenig. Dafür regt mich dieser Film zu wenig auf. Dafür berührt mich der Film dann doch irgendwo. So. Also ich fand, den konnte man problemlos gucken. Ja, ich möchte einfach, ja, Cool Runnings. Ich möchte Cool Runnings wiedersehen nach langer Zeit mal wieder. Ja. Mal sehen, wie der sich gehalten hat. Ja. Wahrscheinlich nicht so gut. In, zwei, drei. So, meine lieben Freunde, kommen wir zu einem kleinen Thema, was wir hier gedacht haben, dass das mal ganz interessant zu diskutieren ist. Denn wir leben ja inzwischen in Zeiten, die Hollywood, zumindest das Hollywood, mit dem wir aufgewachsen sind, oder auch andere Filme aus anderen Ländern, schon mehrfach als Zukunft vorhergesagt haben. Die aber halt irgendwie nicht so eingetreten ist, wie Hollywood uns das gerne erzählen wollte. Also ich meine, Running Man, glaube ich, spielt im Jahr 2017, ne? Das kann sehr gut sein, ja. Und wo ist die Scheißshow? Wo ist sie? Ja, Running Man, stimmt. Nee, ja, Total Recall war ja mit Mars, ne? Mein Go-To-Beispiel ist, in den 60ern gab es doch diesen Fantastic Voyage, wo so ein Raumschiff auf Miniatur ist. Geiler Film, ja. Wisst ihr, in welchem Jahr der spielt? Das weit entfernte Jahr 1996. Oh. Krass. Ja, es ist so, Jahre, ne? Es ist dann aber immer, genau, wie weit musst du in die nahe Zukunft gehen, damit es noch halbwegs nahbar bleibt, aber du musst natürlich die Zukunft auch irgendwie darstellen. Und manche Leute sagen, ja, 30 Jahre, natürlich werden Leute miniaturisiert und Autos fliegen und wie auch immer. Autos fliegen, das ist so der ewige Wunsch. Ja, ja. Der ewige Wunsch. Und dann bin ich froh, wenn das Auto überhaupt fährt. Ja, also ich fand das, mein To-Go-Beispiel ist für Dinge, die man im Film gesehen hat oder in Serien gesehen hat und dann irgendwann Wahrheit wurden. Das mag jetzt total langweilig klingen, aber das war wirklich so, als ich so meine intensive Next Generation Star Trek Folge hatte, weiß ich noch, dass ich mich mit einem Freund in der Schule und darüber unterhalten habe, wie geil diese Displays sind, weil die verändern sich ja. Ne? Du brauchst nicht immer das gleiche Menü, sondern drücken dann hier auf den Knopf, dann hast du ein neues Menü und das sind Touchscreens. Und ich wollte seitdem immer Touchscreens haben. Und dann war es so 2003, 2004 und da gab es an der Uni so eine Demo von dem ersten Touchscreen-Display. Und da hat er dann halt so diese
Swipe to Pinch und Vergrößerung und so gemacht. Und ich saß davor, ich so, Alter, das ist der Wahnsinn, wie schnell sich das bewegt. Und dann konnte er hier was da. War ein Wahnsinn. Und als dann das iPhone kam, dachte ich so, Zukunft ist hier. Endlich habe ich meinen Touchscreen. Du kannst bei Star Trek kannst du da wirklich ergänzen, das ist ja auch so, dass auch viele Wissenschaftler mit Star Trek groß geworden sind und sich eventuell auf der einen oder andere Art, nicht, dass sie das als Vorlage genommen haben, aber im Hinterkopf hatten. Obwohl, also, plus 2001, ne? Kubrick war einer der ersten, der halt auch. Ach ja, das Tablet, ne? Kubrick hat auch das Tablet gehabt. Ja, ja, ne? Ja, sieh. Zum Beispiel. Und ich meine zumindest Touchscreen, dass ich in den 90ern schon mal sowas im Betrieb gesehen habe, nicht so enorm und so sophisticated, wie es dann in den 2000ern gewesen sind. Mit der Technik haben sie zumindest auch schon recht früh experimentiert. Hm. Ansonsten habe ich immer das, fühle ich mich in letzter Zeit ganz häufig an Filme erinnert. Am schlimmsten war das hier mit der, als sie die 2012 die Dingens vorgestellt hatten. Ja, was ist passiert 2012? Ja, mal sehen, ich habe so Angst davor, wenn das Datum mal da ist. Wie ist das denn noch? Die neue Apple-Brille. Vision. Vision Pro. Und ich dachte so, mal gucken, was die Demo so kann. Ich bin da jetzt nicht so heiß drauf. Und dann gab es diesen Moment, wo sie zeigen, dass du halt Spatial Videos aufnehmen kannst. Und das speichern. Und dann setzt die Maske auf und guckst halt 3D. Strange Days, oder? Ich war eher bei Black Mirror. Okay. So, da gab es auch eine Folge, ich glaube in der ersten Staffel, wo es darum ging, dass die halt so, so kleine Kontaktlinsen haben. Die haben sie quasi in allen Mirror. Alles, ja, das haben sie nachher häufiger. Sie haben das häufiger dann immer wieder aufgegriffen. Aber die erste Folge war in der ersten Staffel und da geht es halt darum, dass du halt ständig aufgezeichnet wirst und kannst ständig zurückspulen und gucken, was gewesen ist und vielleicht noch mal in Erinnerungen suchen, was du übersehen hast und so. Und das war wirklich so ein Black Mirror-Moment, als sie das gezeigt haben bei der Apple. Die Vision auch. Ich finde, die ist wirklich am ehesten Sci-Fi, irgendwas, ne? Ja. Der Träger sieht's. Man kann sich das Hologramm direkt vor sich so vorstellen. Also, das ist für mich auch der Moment, wo ich gedacht habe, ja, jetzt kommen wir langsam wirklich mal in diese Zeiten. Ich habe das Hoverboard längst vergessen, aber. Ja, das Hoverboard, wie gesagt, ich habe jetzt mein Killerboard. Aber kennt ihr denn diese, es gab ja, also nicht dieselbe Technologie, aber es gab diese auf so einer Magnetschienenbahn oder sowas schwebenden kleinen Flieger, die dann auch, also die hatten quasi, die hatten schon so einen Abstand und das war irgendwie Magnet, aber ich könnte dir nicht sagen, wie, und die sind auch nicht von der Strecke abgekommen, sondern die sind wirklich so gefahren. Im Miniatur Wunderland ist das ein ähnliches Gefühl. Vielleicht, ja. Ich denke nur, also wir haben eine gewisse, wir könnten es bauen, es wäre anders, aber wahrscheinlich will es keiner, weil es teuer ist und scheiße. Kannst es ja auch nicht lenken. Meine ich, aber ich würde trotzdem gern draufstehen. Ja, natürlich. Weißt du stößt bei vielen Sachen natürlich hier an die physikalischen Grenzen, die du dann nicht wirklich überwinden kannst. Sowas, wenn wir bei Zurück in die Zukunft dann schon mal gewesen sind. Jetzt sind wir auch schon fast 10 Jahre zu 2015 weg, ne, wo dann, es hat sich sehr weird angefühlt, tatsächlich im Jahr 2015 zu sagen, ich kann immer noch keine Pizza hydrieren. Ich kann das heute noch nicht. Weiße Hai 24 haben wir auch noch nicht. Ja. Aber wir haben dafür. Aber die Kabis wurden Champion, glaube ich. Aber die Tatsache, dass es 1000 Fortsetzungen gibt, könnte man auch ein bisschen als Voraus schauen. Ja, aber 24? Welche Serie hat 24 Jahre? Oh, warte mal ab. Komm, wir haben ein paar Jahre haben wir noch. Wobei, du kannst natürlich sagen, da gab es schon die ganzen Jaws-Nachmacher. Genau, und 2, 3, 4. Das wurde ja, glaube ich, dann da parodiert. Ja, ich finde, der Gag ist solide. Heute wäre es dann halt Fast and the Furious. Ja. Familie. Und dann siehst du da wieder, anstatt im High, Zero, kommt dann da so ein Auto mit Diesel drin und verfolgt ihn. Aber ich würde noch mal einmal kurz Vin Diesel sieht immer noch wie eine Attrappe aus. Ich würde noch mal einmal kurz zu 2001 zurückkommen. 2001 hat etwas vorhergesagt, wo wir jetzt schon sind. Und das ist halt die Frage, ne? Ist es wirklich so, dass Visionäre, Leute, die halt irgendwie gedacht haben, ich will jetzt hier eine Geschichte erzählen und ich muss irgendwie versuchen, das Ganze, sag ich mal, auf eine Art und Weise auszustatten, die es halt, sag ich mal, realistisch erscheinen lässt. Kubrick hatte schon in 2001 die Idee des Space-Tourismus. Mhm. Und da sind wir jetzt. Ja. Ja. Auch die, also, was ich immer geil fand, diese drehende Station, ne, wegen der Schwerkraft und so, was ja jetzt auch keine neue, also das war ja theoretisch schon damals bewiesen, dass das damit gehen könnte. Aber er hat es halt gemacht. Und heute sind wir an einem Punkt, wo sowas dann auch diskutiert wird, künstliche Schwerkraft. Also der Film ist voller visionärer Momente, auch mit AI. Also die, ich will jetzt nicht den Film spoilern, aber auch, dass man klar, dass man wissen muss, was man einer AI sagt,
und wissen muss, wie sie reagiert und so. Also, dass man mit Maschinen anders umgehen muss als mit Menschen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der jetzt ja gerade mega interessant ist. Ja. Und der da auch sehr wichtig wird. Es gibt den Unterschied natürlich, wenn du Science Fiction dir anschaust, so Science Fiction und Hard Sci-Fi sozusagen. Oh ja, ja. Auch dann, wenn du dann gerade im Buchbereich Geschichten, die geschrieben werden, wenn du ganz stringent sein willst, dann okay, was kann ich mir wirklich vorstellen als Autor, was realistisch ist, wo das konkret hingehen würde. Wenn du dann noch diese Sci-Fi-Serie, die so gefeiert wird, weil die so realistisch ist gerade? Expanse, ja. Die auch eher hart Sci-Fi ist, da musste ich gerade. Obwohl natürlich dann es nicht heißt, dass du gar keine fiktionalen Elemente drin hast, aber du hast natürlich durchaus auch mal die Chance zu sagen, okay, was können sich die Leute mit den technischen Begebenheiten zu der Zeit vorstellen, als diese Geschichten entstanden sind, und da kann es potenziell eine logische Konsequenz sein, dass wir irgendwann mal durch den Fortschritt der Technik bei analogen Techniken oder was ähnliches landen. Es müssen nicht dann die, sieht man ja auch häufig dann nochmal, oh, das ist ein Ausschnitt aus einer Zeitung vor 100 Jahren und so stellt man sich die Straße in 100 Jahren vor. Und dann haben die dann ihre fliegenden Autos und die Leute das mit allen Hüten, da sieht es aus wie bei den Jetsons. Absolut, diese Zeichnungen von Künstlern, wie sich die diese französischen Zeichnungen gibt's zum Beispiel. Es gibt viele, aber wieder schön. Aber da sind auch echt Sachen dabei, die wir erreicht haben, aber sie sehen trotzdem anders aus. Was ich empfehlen kann, was sehr Naives dabei. Ne? Was ich empfehlen kann, es gibt aus den 70ern so eine Fernsehdoku, ARD, ZDF oder sowas, wo es dann das Leben im Jahr 2000 oder plus dann gezeigt wird und dann Mitte 70er Design von wegen, okay, sie wacht auf und wird von ihren Schirmen begrüßt und macht dann mit dem automatischen Kaffeemacher und dann fährt sie innerhalb eines Gebäudes, weil sie nicht mehr raus musste, die Dame, die dann da begleitet wird, mit einer Rolltreppe zu ihrem Arbeitsplatz und wieder zurück. Das ist sehr aufwendig. Ein herrliches Leben. Sehr aufwendig inszeniert. Ein paar Sachen findet man bestimmt, wo du heutzutage sagen kannst, ach ja, so Videocalls und dies und jenes. Aber es ist sehr spannend zu sehen, was sie sich alles ausgedacht haben. Videocalls, Total Recall. Ich meine, mal ehrlich, damals. Wieso? 2001 hat er auch einen Videocall, wo er mit seiner Tochter telefoniert. Ja, ja, aber Paul Verhoeven hat gedacht, das wären irgendwann irgendwelche Röhrenmonitore, die halt noch hinten so einen riesen Kasten haben. So, ne? Also das war ja, und Total Recall kam weit. Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht ernst gemeint. Das ist ja, das soll ja Spaß machen. Das ja, aber ich weiß nicht, ob Philip K. Dick das stimmt, aber das ist ja nicht das, was im Film dann 100%. Nö, das nicht. Da sitzt dann jemand und da sitzt dann Verhoeven und sagt zu dem Ausstatter, mach das mal richtig cool, mach mal irgendwie so. Da ist ja nichts, das ist ja nicht Hard Sci-Fi. So ich glaube auch, dass wenn du zu einer Zeit, wo es noch keine Flachbildschirme nicht mal in der Theorie gab, wenn du dann sowas gemacht hast, dann wirkte das eher als Fake. Also klar, Fake, aber dann haben die Leute das nicht ernst genommen. Glaube ich nicht, da ist gar keine Technik drin. Da habt ihr dann nur draufgeklebt. Aber Moment. Ich kann mir die Diskussion nicht vorstellen mit der Requisite oder so. Und die unterschiedlichen Lösungen in den ganzen Serien zeigen ja auch, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Darum aber guck mal. George Lucas kam 1977 mit einem kleinen Roboter an. Ja, an dem wurde rumgeschraubt und rumgefummelt und plötzlich steht da eine kleine blaue Prinzessin und sagt, hilf mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Das haben wir jetzt. Wir haben jetzt Hologramme. Ja, nicht solche Hologramme, nein. Ja, wir haben keine Hologrammübertragung. Nein, wir können keine Hologramme in den Raum projizieren. Moment, du brauchst ja immer noch Spiegel. Du brauchst eine Fläche, wo dann das Licht drauf tritt. Ja, das. So, okay. Und das ist für mich dann kein Hologramm. Okay. Das ist einfach nur eine Spiegelung. Aber es gibt dieses seit 20 Jahren, gibt's dieses Sega-Videospiel, aber was ist denn hier mit den stattfindet. Und was ist denn mit den Konzerten? Das ist ein Spiegel. Spiegel. Dachtest du, der steht in 3D, du kannst da runter rumgehen, um den Typen den von allen Seiten angucken? Nein. Ja, das ist einfach nur eine das ist aber technische Spitzfindigkeit in dem Maße, dass du mittlerweile sagen kannst, okay, Tupac kann ein Konzert geben und da gehen Leute hin und zahlen Geld dafür. Und wenn du überlegst, dass du heute dann ja mit einer Brille hast du dein Hologramm, klar, ist eine andere Technik. Mhm. Aber du brauchst dafür dann kein, du brauchst eine Spiegelung, aber die ist bei dir so. Also an sich, wir sind schon nah dran. Wir sind nicht hier, dass wir sagen, das ist ein Gerät, ich drücke hier auf den Knopf und hier projiziert das quasi ein Hologramm im Raum. Wir gucken uns, das ist der Traum. Wir denken immer, bei Tony Stark macht das seit 20 Jahren in seinem Labor. Nein, das gibt's immer noch nicht. Was ich übrigens, Sie sind nahe dran, weil ich glaube, in der Theorie müsste das so sein, dass du quasi mit zwei Licht Lasern oder so einen Punkt triffst und dann entsteht hier quasi ein Punkt, ohne dass du eine Fläche brauchst, wo du das drauf trifft. Ja, mit Nebel kann man es auch mittlerweile. Das ist ja auch eine Fläche. Eine Fläche, brauchst eine Leinwand. Aber es ist halt leider immer noch nicht da, deswegen wollte da nur kurz angreifen, Entschuldigung. Aber es ist noch nicht klassisch. Aber wir sind deutlich weiter, als wir es lange Jahre waren. Aber das ist nur ein Traum. Das ist der Traum. Holographien, fliegende Autos,
Ach so, First Contact, das sind so meine Träume. So, da waren wir doch schon längst durch. First Contact, weil, längst, du hast noch nicht mitgekriegt. Bei First Contact sind wir abhängig von externen Faktoren, ja, muss man sagen. Weil wir 2012 kurz thematisiert haben, das ist natürlich dann auch dann nicht nur, was der technische Fortschritt ist, sondern diese, okay, die Welt wird untergehen oder The Day After Tomorrow, die Folgen dann der Erderwärmung und alles. Gut, da können wir noch hinkommen. Könnten wir noch. Aber hinkommen. Wir sind jetzt gerade bei Technik eher noch, oder? Ja, ja. Obwohl, ich würde noch mal kurz einen vielleicht so einen kleinen Seitenschritt machen. Und er ist auch nicht wirklich ein Science-Fiction-Film, beziehungsweise hat man jetzt nicht so unbedingt den Eindruck gehabt, dass das ein Science-Fiction-Film ist. Inzwischen würde ich sagen, war dieser Film visionärer, als man es jetzt vielleicht zum damaligen Zeitpunkt 1976. Oh, gibt. Welt am Kabel? Nicht ganz. Schade. Aber du bist schon fast nah dran. Network. Kenn ich nicht. Ja. Network. Ja, ja. Ja, da gab es einen Fernsehmoderator, der seinen Tod im Live-Fernsehen angekündigt hat und daraufhin sind seine Einschaltquoten gestiegen und er ist zum nationalen Phänomen geworden. Jetzt kann man vielleicht gewisse Fernsehsendungen davon ableiten, aber was ich viel entscheidender finde, in diesem Film gibt es eine Rede von Ned Beatty. Der ist der oberste Chef des Konzerns, den dieser Fernsehsender gehört, in dem der Moderator da versucht, seinen Tod anzukündigen, beziehungsweise seinen Selbstmord irgendwie auch live stattfinden zu lassen. Und der sagt in seiner Rede, hey, es geht irgendwann nicht mehr um irgendwelche politischen Mächte und irgendwie Länder oder sonst irgendwas, Staatsgrenzen. Es geht nur noch um große Konzerne. Und er nennt dann halt Apple nennt er sogar auch, IBM und was weiß ich, die halt alles mögliche untereinander vereinen und die Geschicke der 76 gab es eigentlich noch nicht. Ja. IBM. Ich hoffe, du verstehst meinen Punkt trotzdem, obwohl ich einen Namen genannt habe, der völlig irrelevant ist für diese These, die ich jetzt da sagen wollte. Also, dass Ned Beatty in diesem Film halt schon 1976 vorhersagt, dass es halt in Zukunft Konzerne sind, die die Welt bestimmen werden. Also ein Apple, ein Google. Gerade Anfang der 70er, wo das so langsam sich abgezeichnet hat, genau. Ist auf jeden Fall visionär, doch. Finde ich. Und ist leider so gekommen, muss man also um dein Ding, ne? Und das meine ich, ne? Aber wie ist es denn mit jetzt zum Beispiel AI? Das ist ja in vielen Filmen relevant, immer oft als Bedrohung, manchmal auch nur als Begleitung, als irgendwie die Stimme im Ohr so. Da kommen wir ja nah ran. Da sind wir ja, glaube ich, in atemberaubender Geschwindigkeit. Ja. Naja, kommen wir auf die zu den absurdesten Sachen. Es wird ja aber auch häufig dann mehr in Richtung so künstliche Intelligenz, dass da auch wirklich, sagen wir mal, Leben oder wie auch immer du das interpretieren AGI willst. Alles, meinst du, ne? Alles, was wir hier gerade im Moment immer noch haben, ist natürlich eine eine Imitation eines menschlichen Denkens. Stimmt, nur um jetzt, also du hast völlig recht, nur ich überlege gerade, wenn ich an 2001 denke, klar, da ist es eine AGI, nehme ich an, aber könnte ja auch sein, dass das einfach nur eine von unseren AIs ist, die sind halt nur das, sehr das gut. Das kann natürlich sein. Was ist den Turing-Test quasi? Das sind die Muster. Turing-Test. Void-Kampftest. Der Void-Kampftest, ja. Ich wollte gerade sagen, der Turing-Test ist ja nicht mehr aktuell. Wird ja vor 10 Jahren schon gemacht. Genau, weil die ja mittlerweile ihr Anwalt werden und alles so. Nee, ich meine ja nur, dass man damals halt noch dachte, das wäre so das. Damit könnte man bestimmen. Also mein Traum war immer inspiriert auch von Star Trek Next Generation. Ich fand das immer toll, wie sie dann dem Bordcomputer Fragen gestellt haben und Aufgaben und der das dann quasi aufgeschlüsselt hat und dann kriegst du dein Ergebnis. Und jetzt haben wir Siri. Immer, ja, aber Siri war ja nie, also Siri war ja strohdumm immer schon. Aber ich hätte gerne eine wirklichen Personal AI, die quasi mich kennt und die ich zu Hause habe und die ich lokal quasi verschlossen bei mir in der Wohnung hat, wo niemand drauf zugefallen ist. Also du willst Her. Her, ja. Du hast wie Her, aber quasi bei Her ging es ja eher um Beziehung. Ich nutze jetzt ChatGPT seit Ewigkeiten. Jeden Tag, wenn ich irgendeine Frage habe und wenn ich irgendwas frage, aus Neugier, um zu gucken, mal gucken, was ChatGPT dazu sagt. Und mittlerweile ist er relativ weit, dass du denkst, so, okay, das ist fast schon wirklich wie eine Unterhaltung. Und du kannst es natürlich auch über ein Voice Sprachausgabe, ne? Ja. Also du kannst dich relativ normal unterhalten mit dem, das geht auch. Und denkst, okay, da sind wir wirklich nicht mehr weit von weg, dass du sagen kannst, ey, so wie ich gestern Abend, keine Ahnung. Machen wir mal eine Liste von allen Filmen, in denen es Szenen gibt, die an einem Filmset spielen und die Comedy sind. So, ja, und dann, ich so, das hätte früher 2 Stunden gedauert, um das zu recherchieren. So, oder dann sagst du, such mir alles. Kannst du dich auf die Ergebnisse verlassen?
Ja, genau. Ich mach's immer, doppelt. Immer mehr. Und ich mach's immer doppelt und checke es immer gegen. In diesem Fall brauchen sie nicht, ne? Das ist ja nur um mich. Aber die Zeit wird man dann nochmal mit einrechnen, was dann Arbeitszeit zum Recherchieren dann weggeht von. Das Gegenchecken, ob es dann wahr ist. Soll oder aber nicht. Alles mit, dem, mit der ist ja neuen egal. Variante. Es geht jetzt nur darum, dass ich, deswegen, ich teste das ja quasi. Deswegen. Und ich glaube, wir sind jetzt sehr, sehr nah da dran, dass wir wirklich irgendwann nach Hause kommen. Und dann haben wir das. Hallo Computer, mach den Fenster an, mach das. Was hat mein Nachbar gestern gemacht? Wie ist das? Also quasi nicht nur das wahre Leben quasi da abbilden, sondern auch Problembewältigung. Also zum Beispiel, ich kann es nur dieses Beispiel nennen. Kirk kommt rein in seine, Kapitänskajüte. Computer, Musik. Irgendwas Lockiges, ein Mambo. Das ist, ja, das gibt's und das machst du ja schon die ganze Zeit. Ja, klar. Licht auf 30%, mach das und das und das und das. Also das haben wir ja so, quasi schon. Und das verbinden wir jetzt und bündeln das in einer AI, die sich um genau das alles kümmert. Nicht nur Internet-Research, nicht nur Aufgaben erfüllen, nicht nur Fragen klassisch beantworten, sondern wirklich, die kennt dich, die weiß, wie du tickst, die weiß, wie du denkst. Alexa? Also die Sicherheit muss natürlich umso sicherer sein. Nee, aber wird Alexa nicht irgendwann mit, je mehr Daten da eingespeist werden und je mehr Leute. Ja, aber das Problem mit Alexa ist ja, dass es noch rein, das ist ja wirklich nur eine Datenkrake. Ne? So, deswegen bin ich ja bei Apple nur. Weil ich weiß, okay, die verkaufen halt meine Daten nicht und die versuchen einfach nur, mich mit Produkten zu überzeugen. Damit weißt du das? Sie lehnen sich seit über 10 Jahren ganz, ganz bei jeder Veranstaltung so weit aus dem Fenster. Dann kann man denen ja vertrauen. Ich würde gerne, weil du noch was hinzufügen, weil du gerade auch, weil wir ja auch Star Trek genommen haben als Vergleich. Da gibt's ja auch eigentlich diese Unterschiede. Picard, wer auch immer, die reden oft mit dem Computer, stellen ihnen Fragen, aber benutzen ihn ausschließlich als Werkzeug. Mhm. Du hast Picard noch nie das Schiff fragen hören, wie es ihm geht, oder nein, oder auch nur den Versuch einer Bindung. Aber das alles fällt aus dem Fenster, sobald sie in einem Holodeck sind, weil sie dann eine Figur sehen, einen Mensch sehen, in den sie sich dann meistens verlieben, wenn die Story ist bedingt. Also, die haben, ich nehme an, dass dieselbe KI das beides macht, aber in die eine, bei dem einen haben sie eine empathische, emotionale Verbindung, bei dem anderen ist es einfach nur ein Werkzeug, um ihren Job zu machen. Finde ich sehr interessant, wo ich drüber nachdenke, weil das ist vielleicht der Unterschied. Stell dir vor, Data wird nicht aussehen, wie der aussieht, sondern einfach nur ein Mülleimer sein. Ja, die würden ihn noch so behandeln. Exakt das, ja, die würden ihn nicht behandeln. Die würden einfach sagen, nein, du übernimmst das Schiff nicht hier. Nimm meine leere Mülltüte. Zack. Der will eigentlich gerade helfen und den Fall lösen, aber so nur sorry, ich muss kotzen. Aber kommen wir mal noch zu Beispielen, die wir tatsächlich jetzt schon haben. Dick Tracy zum Beispiel hat die ganze Zeit immer in seine Uhr reingesprochen. Haben wir, oder? Ja gut, die haben den Kommunikator bei Star Trek. Michael Knight auch. Michael Knight auch, stimmt. Michael. Ich brauch dich, Kumpel. Ja. Ja. Und zum Beispiel, erinnert ihr euch noch an Rasenmähermann oder Demolition Man? Mhm. Ja? Cybersex? War zu früh. War zu früh. War 5 Jahre zu früh. Oder ja, 10 Jahre, glaube ich. Oder sogar. Aber sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir halt sagen, ich meine, es gibt 360, es gibt diese 360-Grad-Pornos. Es gibt die Gefühlsanzüge, glaube ich, mittlerweile auch. Ja, und es gibt die, es gibt Gerätschaften beider Geschlechter, die man dann steuern kann, die miteinander interagieren. Das heißt, du spürst das und die Gegenperson spürt den Gegendruck. Du willst nur nicht den Beta-Test machen für diese Geräte. Das ist es, ne? Und ich möchte nicht wissen, welcher 80-jährige Truckerfahrer da eigentlich auf der anderen Seite ist. Aber Moment, das muss dir ja scheißegal sein. Weil wenn du darüber anfängst nachzudenken, dann solltest du die Technik gar nicht erst in die Hand nehmen. Ich dachte, es geht um Fernbeziehungen. Aber ich kann mich bei Apple drauf verlassen. Cyberspace allgemein, aber so natürlich abgesehen von den ganz frühen rudimentären Darstellungen, die wir in der Fiktion dann auch noch mal gehabt haben. Ich meine jetzt diesem Hinterherjagen eines Metaverses, was ja Facebook lange Zeit sehr unglücklich versucht hat. Am ehesten kann es ja heutzutage sein, dass sowas wie Fortnite der eheste Cyberspace oder das Metaverse ist. Eher Ready Player One als Meta, ja. Genau, weil das dann eher ob man da jetzt eine Brille benutzt, die man sich aufsetzt, um da drin zu sein, oder vor dem Fernseher sitzt, ist jetzt noch erstmal der Unterschied. Aber dass es so einen digitalen Ort gibt, wo sich die Leute vereinen. Second World war doch. Second Life, ja. Second Life aber das war erste Mal richtig. Aber ich wollte sagen, das war das erste Mal richtiger Versuch und das war auch zu früh, ne? Genau, also Versuche gab es das, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall eine Art virtuellen Space haben wirst, wer auch immer die dann macht, ob man dann dieses hat, du setzt dir auf und dann bist du da drin im Ready Player One oder den anderen Sachen. Keine Ahnung, ob es dann dahin geht, aber der virtuelle Schauplatz wird sich nicht verändern lassen. Ich finde das interessant, dass wir vor 10, 15 Jahren dachten, jetzt sind wir fast da
Und eigentlich waren wir überhaupt nicht. Eigentlich ist es jetzt noch zu früh. Eigentlich, ja. Und da gab es so 10, 15 Jahre, wo ich dachte, ja, das ist Quatsch. Virtual Reality. Allein das Wort ist schon uncool. Und wer kümmert sich um sowas? Ein paar sind dran geblieben und jetzt bin ich wieder dabei, dass du denkst, oh, jetzt könnte ich mir, in, sagen wir mal, in 5 Jahren, könnte das wirklich endlich diesen Level erreicht haben, wo du sagst, okay, ich will abtauchen, ich will mich nicht vor den Fernseher setzen, ich will nicht irgendein Spiel spielen, sondern ich will wirklich in eine Welt eintauchen, wie das viele Leute in Open World Games machen, so wie ich auch irgendwie Far Cry. Stundenlang nur durch Afrika gefahren, ja? Far Cry 3 oder 2 war das. 2. Ich glaube, das wird passieren, 100% so. Und ich dachte immer, die Technik ist noch nicht da, die Auflösung ist noch nicht da und ich kann mir nicht vorstellen, dass das physikalisch überhaupt möglich ist, so kleine Pixel für die Augen zu machen. Aber also ich habe ja, noch nicht, die Apple-Gedöns habe ich noch nicht gecheckt, aber ich muss sagen, die alten Virtual Reality-Brillen, die ich früher alle mal getestet habe, waren alle irgendwie interessant, bis auf die Auflösung. Und die Latenz. Es wird immer besser. Also so, mittlerweile siehst du keine kleineren Punkte mehr. Ich weiß nicht, die Quest 3 kenne ich nicht, aber. Ja, ich glaube, die Quest 3 ist auch schon ganz cool. Die Brillen werden besser, die Augen werden schlechter, also passt das. Das ist, es wird verwaschener, egal was. Ich glaube, wir sind einer Meinung, wenn wir überlegen, guck mal, wie unglaublich schnelle Schritte die Technik, AI, Wissenschaft, Medizin macht. Und es ist total logisch, dass jetzt haben wir die erste richtig brauchbare Brille, die wirklich auch die größten Zweifler überzeugt jetzt, wenn wir jetzt die Apple-Brille nehmen für 3.500 €. Aber das bedeutet, ja, in 3 Jahren. Ich wollte sagen, in 5 Jahren sind wir, glaube ich, da, wo du sagst, okay, da gibt's wirklich diese Welten, in die man eintauchen kann. Oma kommt nach Hause oder Mutti kommt nach Hause. Oh, jetzt erstmal ein bisschen nach Sylt, ne? Sylt am Strand. Oh, schön. Mehr brauche ich gar nicht. Das ist im Grunde genommen jetzt schon fast möglich. Mach die Heizung an. Dieser Normalzustand, das ist wirklich schön, ne? Das ist ein normales Erholungsprogramm, ist, das haben wir, glaube ich, in 3, 4, 5 Jahren. Ich finde das übrigens gar nicht so dystopisch. Das wird immer erklärt, da sitzt du dann in deinen kleinen zufolgenden Wohnung, verranzt und lebst ein Leben, was nicht deins ist. Ich meine, Meditation ist auch nichts anderes. Film ist nichts anderes. Spiel ist nichts anderes. Fenster aufmachen ist nichts anderes. Sich eine Wohnung mit einem Balkon holen. Also so manche und Leute wollen einfach. Und es gibt immer Leute leben, die dann da versumpfen und dann nichts machen in ihrem Leben. Auch ohne. So, das ist auch klar. Aber genau. Du hast natürlich gerade, wenn dann Fiktion oder Filme speziell gemacht werden, du brauchst ja Antrieb, eine Geschichte, die der Film erzählen will. Und da ist die Gefahr von dem Unbekannten natürlich immer so von wegen, dass es in Richtung Dystopie häufig gehen kann. So spannend ist es nicht, wenn dann, ja, wir haben diese neue Entdeckung gemacht und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber stimmt schon, dann müssten jetzt Filme wie zum Beispiel Das Netz mit Sandra Bullock. Das oder ist eine absolute Comedy, aber. Oder Staatsfeind Nummer 1. Geil. Mit Will Smith. Es sind keine Visionen mehr. Nee, es sind nicht NSA. Ich meine, es war damals ja schon so relativ nah dran. Das Netz ist 95, ne? Also die Identitätsklau, Datenklau und so weiter. Oder halt das durchsichtig machen bei Staatsfeind Nummer 1. Mhm. So, das sind wir jetzt schon. Das können wir jetzt, ne? Das ist jetzt einfach Teil unserer Geschichte. Und es wird ja noch immer schlimmer mit eben AI zum Beispiel, ja? Wenn dann plötzlich Leuten irgendwelche Worte in den Mund gelegt werden oder Cristiano Ronaldo sein Kind irgendwie über den Hochhauspool schmeißt, der halt nie da war. Moment, das ist wirklich passiert. Das ist sehr spannend zu sehen, was es da für Sicherheitsmaßnahmen geben wird zukünftig. Dass du wirklich ganz klar erkennen kannst, ich meine, die versuchen das, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das machen willst. Das machen? Na, mit dem digitalen Mit einem Zertifikat oder so, aber. Nee, quasi etwas, was drin versteckt ist. Und meinst du ein NFT? Ja, aber guck mal, das ist ja wie mit. Also, du kannst irgendwo was reinpacken, aber dann kannst auch jemand anders wieder rausholen, das meine ich. Also, wenn du da irgendeine Form von. Meinte ein digitales Wasserzeichen. ID. Wenn du etwas siehst, was digital entworfen wurde, dass du dann zumindest mit einem leichten Griff erkennen kannst, das ist echt und das ist noch nicht. Dazu muss es kommen, ansonsten wird die Welt wahnsinnig verrückt. Die ist jetzt ja schon wahnsinnig. Ja, aber vielleicht wird es auch alles egal. Vielleicht kümmert sich irgendwann keiner mehr über so einen Kram, weil du immer denkst, naja, kann auch nicht stimmen. Dann bringen sich Nachbarn. Ich weiß nicht, hast du einen Adblocker? Gegenseitig. Ja, aber das tun sie jetzt auch. Hast du einen Adblocker? Natürlich nicht, weil ich will ja die Leute supporten, die ich gucke. Gut, aber das wäre ja super. Aber wenn du einen hättest, hypothetisch. Ich höre Klatscher. Die Klatscher bitte nochmal. Also, ihr hättet jetzt nicht irgendwas anderes nehmen müssen. Kühe oder so. Okay, aber ich sag mal so, ich hoffe es. So selbstverständlich, wie teilweise ein Adblocker irgendwo nebenbei eingebaut ist oder als bei Kriminellen, ja.
zum Beispiel, aber halt, dass wir halt so einen Fake-Blocker kriegen oder irgendwie sowas. Das lässt sich nicht verhindern. Das ist die einzige Lösung. Nicht verhindern lassen. Ja. Ja. Also muss darf passieren. Man dem vertrauen? Das ist das, was ich meine. Das ist der. Ja, aber wem vertraust du dann generell? Gregor wollte gerade. Weißt du, bei den ganzen gerade so Deepfakes und das alles, was hier kommt. Ich meine, das, was einem auffällt, sind die Sachen, die nicht gut gemacht sind. Es gibt mittlerweile bestimmt auch schon Sachen, die einem selbst nicht auffallen, wie bei Special Effects. Die besten siehst du nicht in dem Fall. Und es geht gar nicht mehr darum, dass wir das nicht erkennen, sondern hoffentlich erkennen die falschen Leute das nicht. Genau, weil so viele leichtgläubige Leute da draußen noch sind, selbst wenn du denkst, okay, ich kann das erkennen oder ich habe dann genug Intelligenz, um mich dann nicht davon einnehmen zu lassen, gibt es Leute da draußen, die noch Du siehst die alle auf Facebook. Jede Fake News wird da immer noch kommentiert. Ich kann nicht glauben, dass der Papst mit einer MG auf seine Jünger geschossen hat. Das ist ja völlig wahnsinnig. Fand ich aber auch ganz schlimm von dem. Also, fand ich auch schlimm von dem, muss ich sagen. Gerade an Ostern. Gerade an Ostern. Also die Leute diskutieren da ja auch über Sachen, die sind so offensichtlich Quatsch. Ja, ja. Gibt es irgendeine, wir müssen jetzt auch, also um mal so langsam zum Ende zu kommen, gibt es irgendwie eine Sache aus einem Film zum Beispiel, wo ihr sagt, Gott sei Dank ist das noch nicht da, oder ey, das muss jetzt aber halt auch mal kommen. Wir haben jetzt schon eine Menge abgearbeitet, so, aber so ein kleines Gimmick zum Beispiel. Also nur mal so ein Beispiel. Ich habe Angst vor einer Zukunft, in der ich wie Tom Cruise in Minority Report in ein Einkaufszentrum gehe und plötzlich scannen 1000 Scanner meine Netzhaut ab und ich krieg dann halt nur die entsprechenden Werbeanzeigen und sonst irgendwas. Das ist total realistisch, glaube ich. Das ist realistisch? Ja, klar. Ja, aber ich habe nicht über Augen, sondern über Face-Erkennung. Face-Scan und erkennt, wer du bist. Weißt du, du magst Pornos und dann kriegst du Pornowerbung. Aber nur noch das. Ja, aber in dem öffentlichen Zukunft, auf die man sich freuen kann. Siehst ja nur du über deine Brille. Ja, aber nee, das war ja Tom Cruise, der ist ja, also es liegt ja, aber du wirst eine Brille haben, die das dir. Das wäre okay. Das wäre okay. Du hast einen Pornblocker in der Brille. Ja. Aber nein, aber ich möchte halt nicht, ich möchte halt nicht in ein Einkaufszentrum gehen und dann halt wirklich sofort von allen Seiten. Witzig, ne? Das ist bei mir auch hängen geblieben. Genau dieser Moment. Ja. Also das fand ich eine furchtbare Vorstellung. Also ich muss sagen, ich bin immer noch, mein großer Traum ist wirklich ein fliegendes Fahrzeug. Also es ist so albern und so naiv und so oldschool, aber das ist halt mein Kindheitstraum und ich würde gern irgendwann mal in einer Welt leben, in der das normal ist oder ich zumindest die Option hätte, das zu benutzen. Also eine Drohne halt. So, das also, aber die Drohnen brauchen auch noch 10 Jahre, weil die fliegen ja 15 Minuten und naja. Und dann, ob wir dann so eine Luftverkehrsordnung kriegen, weil natürlich, du hast das ja gepostet neulich, ne, mit Fifth Element oder ja, genau. Das ganze Chaos da. Weil das wäre halt schon so ein Ding, weil wenn wir alle ja, das setzt natürlich auch voraus, dass alle genügend Geld haben, um sich jeder so ein Ding zu kaufen. Mein Führerschein geht nur bis 100 Meter hoch. Das wäre vielleicht gut. Oder sie lassen das nur mit Autopilot, dass du das nicht mehr kannst. Das ist sowieso, ich glaube, es wird sogar illegal sein. Ich glaube, in der Zukunft wird es diese Geräte geben. Die sind alle mit Autopilot. Da wären wir wieder bei Total Recall. Genau, aber Taxifahrer? Und dann wird die Herausforderung der normalen Leute wird sein, heimlich die Dinger selbst zu fliegen. Aber das ist der Autofahrer bei Total Recall. Das wird. Obwohl, jetzt nur mal so, also wo wir nochmal zurückkommen, Stichwort zurück in die Zukunft, Hoverboard, ne, und fliegen. Ich meine, die E-Roller, so ein bisschen. Fühlt sich an wie Fliegen. Nee, aber ich meine, ja, guck mal, aus eigenem, also du hast kein was Neues. Ja, und es ist, du musst keine eigene Kraft aufwenden, sondern du stellst dich auf das Ding drauf und. Ich finde viel geiler an der E-Scooter-Situation, dass. Das hat mich wirklich gefreut, als das losging, dass du einfach irgendwo sein kannst. Oh, ich muss jetzt dahin. Oh, schade. Ja, da steht so ein Ding. Piep, 10 Sekunden und dann fährst du los. Das war, das ist für unsere Welt, ja, Busfahrer in den 80ern, ist das einfach das Herrlichste, ja. Busfahrer auf dem Land, dann eine halbe Stunde warten und zwei Stunden Bus verpasst. Oh. Die 80er Jahre oder deine 80er? Ey, beides. Weißt du, was jemand bei mir in der Umgebung in Berlin gerne macht? Der schmiert gerne diese Lenker mit Scheiße ein. Ja, okay. Ne? Ich frage mich immer, diese ganzen Leute. Ich kann mich aber nicht dran erinnern, da mich einfach ich auch bin voller Scheiße, aber ich kann es nicht gewesen sein. Du bist voller Lenker. Nee, also ich möchte mal kurz, bitte hör auf damit. Auch diese QR-Code sprayen oder mit Adding. Hör auf, ihr seid Vollidioten. Hör auf damit. Ja. Das machen nur Vollidioten. Das machst du, da bist du schon quasi nicht mehr in der Jetztzeit. Du bist so ein alter, du bist ein junger Kerl, der denkt, ich mach das jetzt, sag das dem Kommerz. In Wirklichkeit bist du ein alter, grantiger Mann, der Wolken anschreit. Ja, das ist deine Mentalität in dem Moment, in dem du die QR-Codes von E-Rollern oder das Scheiß. Ich habe eingesehen, der hatte die Kottüte von seinem Hund, hatte er um den Lenker so rum, wie so Knete. Den hab ich's gezeigt. Den hab ich's gezeigt damit. Wem zeigt das denn?
Wem zeigt das denn? Allen! Ja, allen! Ne? Also ich meine damit nur, hört auf damit. Also eine Sache, die mir Sorgen dystopisch machen würde, so ist wie bei Existenz, Bodymodifikation, damit du dich irgendwie an technische Systeme anschließen kannst. Aber hey, mit den modernen Prothesen sind wir da auch nicht schon nah dran? Prothesen ist wieder nochmal eine andere Geschichte, aber Leute, also nicht so dann irgendwie so, ich muss mir nochmal einen Extra-Slot dran machen, damit ich mir ein geiles Spiel mal downloaden kann in meinen Rücken. Ja, aber ich, das ist wirklich auch, da habe ich auch Angst vor, genau wie Klonen oder so, aber ich glaube, dass das ist so wahrscheinlich. George-Klonen. Ne? George Clooney. Ja. Also ich habe keinen Bock, dass sich die ganzen reichen Milliardäre jetzt einfach anfangen zu fucking klonen, sich dann auch selbst bumsen. Zwei Elon Musk, 10.000 Elons bumsen sich gegenseitig und stell es dir einfach vor! Es wird so kommen! Naja, ich muss mir das jetzt vorstellen, verdammt nochmal! Niemand wird ihn aufhalten. Sind die in einem Preis? Er sich selbst auch nicht. Ich weiß nicht wie. Circle of Life. Ja? Circle of Elon. Noch live hier. Naja, 10.000 Elons bumsen sich im Kreis. Ja, aber weißt du, dann hast du zum Beispiel, du machst einen Klon von dir und dann gibst du dem diesen ganzen Technik-Shit, weil du keinen Bock hast, den in dir drin zu haben. Mhm. Irgendwie, da steckt was ganz Widernatürliches drin. Aber deswegen ist zum Glück ja der Gegenpush immer noch da, zumindest gesellschaftlich und auch politisch. Du sagst so, ey, das ist immer noch ein ganz gefährlich, also wir reden jetzt vom Klonen, ne? Oder, ja, Klonen ist wie ja auch bei The Island, ne? So als Organresteverwertung. Das wird passieren. Ach so, genau. The Island ist gar nicht so doof. Also und das spielt 2015. Naja, wenn ich mir nur eine Leber spielt züchte, 2015? Ist das ja auch okay. Ich hab den, also ich weiß, dass ich an dem Tag, sie sagen nämlich einmal das Datum in The Island im Film. Sie stehen sie im Lift und dann sagt die Computerstimme, herzlich willkommen zum 15. April 2015 oder so. Und dann sagt der alte Typ links, oh, welcome to paradise. Mhm. Und genau das habe ich an dem Tag Das Original ist aus den 70ern, aber die Vorlage. Also vielleicht war das auch schon im Jahr 2015. Ah, trotzdem mutig, dass du einen Film machst. Wann war The Island 2002? 2004, 2005. Aber es war auch im Hype dieser ganzen Klonen. Dolly, ja, oder? Ja, das kann. Also das war 10 Jahre vorher. Aber ich glaube schon, Dolly ist 90er. Ist schon so lange. Also in den 90ern, Alter. Ach, wenn du genug Geld hast, sag ich mal, und dann das Klonen gewisser Organe, um sie, sag ich mal, im Notfall ersetzen zu können. Also okay. Deine eigenen, weil also du nimmst deine eigene DNA und sorgst dafür, dass du, weiß ich nicht, eine Niere, ein Herz, eine Herzklappe von mir aus. Oder sonst irgendwas nochmal auf Halde hast. Ja, viel besser, mach doch einen ganzen Körper, dann hast du einen ganzen Körper auf Halde. Aber dann müsstest du so gesehen, ich weiß nicht, akzeptieren wir einen Klon als eigenes Bewusstsein? Nein, das ist ein eigenes Lebewesen. Weil du das ist ein eigenes Lebewesen. Du schaffst ja einen neuen Menschen damit. Auch und dann würdest du aber in dem Moment. Auch wenn es eine Kopie ist, also hat der genauso gerecht, ist das ganz klar. Vielleicht erschaffst du aber dann würdest du ja in dem Moment morden. Stimmt. Komplett. Aber wenn ich nur eine Leber klone. Ermorden ist nicht Selbstmord? Straf, also sich selbst. Ja, ich sag ja nur, ich wäre jetzt Anwalt. Kanonen. Moment, dann wären es aber auch eineiige Zwillinge, würden da ja auch unter diesem Gesetz fallen, weil die ja auch DNA-technisch genau gleich sind. Deswegen lieber nur eine Leber klonen, als eben den ganzen Körper. Oder den ganzen Menschen. Wird auch kommen, Alter. Was brauchst du, eine Leber? Ja, komm mal so in 4 Stunden wieder. Ja, genau. Wie so ein 3D-Drucker. Kann ich hier. Fertig. Ja. Zusammen mit diesem Bier. Aber das ist das Tollste an der aktuellen Zeit. Nicht nur die technischen Fortschritte, sondern die medizinischen Fortschritte. Das ist so toll gerade. Ja. Weil guck mal, diese Warteliste von Organspenden und so weiter, wie lang die ist und wie teilweise halt. Ja, weil die Leute keinen Bock auf Spenden haben, leider. Genau, und das ist halt so das Ding. Und ich glaube, wenn man das in der Lage. Also, könnte ich mir schon als, weiß nicht, Rettungszweig vorstellen. Das wird kommen. Die Frage ist nur die Regulierung und wo sind die Grenzen? Ja. Wo ist die Grenze? Wie weit kannst du gehen? Wie weit kannst du den Körper? Nein. Bis zum Ende. Also ich würde sagen, alles außer Gehirn. Alles außer Hirn. Alles außer Hirn. Ja, von Daniel Schröcker. Läuft er nicht jetzt gerade im Kino? Von Fuck You Good? Ja, ich meine, Idiocracy, wir sind nicht so weit. Ja, Idiocracy ist gefährlich. Ja. Also wirklich, ich habe das damals gesehen und dachte so, oh fuck, ich könnte mir vorstellen, das ist wirklich so. Moment, aber ich hab da auch meinen Beef mit dem Film. Mittlerweile, weil er so von wegen, okay, dumme Leute zeugen dumme Kinder, ist ja, eine sehr kritische Aussage. Das ist Quatsch, aber wir haben es geschafft, Komödie. Auf anderem Weg. Ja, aber trotzdem, auch wenn es eine Komödie ist, viele Leute nehmen das, ach, guck mal, schau das an. Ja, intelligente Kinder und Akademiker kriegen keine Kinder, alle. Mhm, genau das. Also die Grundvoraussetzung, ja, der Film ist gut, die Grundvoraussetzung ist Arsch. Ein paar Ideen sind da schon drin, wo man sagen kann, ich verstehe, wie ihr auf die Prämisse gekommen seid, sozusagen. Aber ein Wrestler, aber wir haben diese Dummheit. Der Wrestler ist Präsident. Ich will genau da. Der Rock will Präsident werden. Also du bist einen Schritt
eine Wahl, dann stimmt er. Ich finde, Trump ist ja im Grunde genommen, das ist für mich. Genau, aber er ist, ne, zumindest noch, also er, ist, also der, er sieht doch eher aus wie, ein, wie der klassische den kannst Politiker, auch umschmeißen, ne? Ja, der dumme Politiker. Oh, und da passt es auch. Essend und Döbel, die Simpsons haben Präsident halt Trump vorher gesehen. Die Simpsons haben Präsident Trump vorher gesehen. Ich habe ein Bild gesehen von den Simpsons jetzt zu diesem Brückeneinsturz in Baltimore. Ich hoffe, das ist nachträglich entstanden, weil wenn das wirklich nochmal, also das. Ja, aber die machen, die haben einfach so viel gemacht. Und haben 25 Jahre lang, Alter. 25 Jahre. Ja, jede Woche irgendeine Idee. Genau, also, aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass sie so nah häufig dran sind. Ja. Natürlich, klar. Ja. Und ich weiß nicht, also ich wäre jetzt mittlerweile auch vorsichtig, weil das ist ja auch so ein Running Gag. Ah, die Simpsons haben wieder vorhergesagt. Also kannst du jetzt davon ausgehen, dass es wieder gefaked ist. Und alle denken, es wäre bei den Simpsons. Keiner guckt nach, in welcher Folge. Ja, du könntest ja diese Welt ist so anstrengend. Taken, also diese Welt genau, ist so anstrengend. Halb, haben keine die neuen geguckt. Deswegen einfach alles ignorieren, einfach jetzt bei allem skeptisch sein, auch bei der eigenen Partnerin oder so. Einfach immer noch mal einen zweiten Kontrollblick, ob es wirklich, ob es nicht ist. Sie das? Ist sie prüfe, das? Wer sich ewig bindet, ob ich nicht auch was Hologramm prüfe. So, wisst ihr, wenn Majera den Vater ausgetauscht hat nachts im Bett seiner Mutter? Hat er einen Schauspieler rein ins Bett gelegt, der auch so dick und betan war. Ja. Und die Mutter so, was ist los? Er macht komische Geräusche. Sie so, Moment, ey, die flippt so aus. Nach so drei. Ey, mit Jera war ein schlimmer Haushalt. Ja, das okay. Möchte man nicht. Sorry, du wolltest abmoderieren. Sorry. Genau, wir moderieren jetzt ja an dieser Stelle mal ab, denn wir sind fakefrei. Ja, also ihr wisst, hier ist das Original. Um Fakefreiheit, ja. Ansonsten vielen Dank an den Supporters Club, vielen Dank an die Gregor, gerne. Simon, wir zeichnen jetzt gleich noch ein kleines K.O.-Turnier auf mit den besten Film, bester Film-Oscar-Gewinner in der letzten 32 Jahre. Oh Gott, oh Gott. Uff, das das wird spannend. Werdet ihr hoffentlich an Ostern sehen und ansonsten, ja, bleibt real, ja? Prüft alles, checkt alles, viel Spaß im Kino und ansonsten bis spätestens Sonntag oder nächste Woche. Auf jeden Fall frohe Ostern euch allen. Frohes Fest. Tschüss.